So, meine Damen und Herren, mit einer Minute Verspätung sind wir hier live auf Sendung. Herzlich willkommen am Donnerstagabend zur Race Day Speed Association, zum großen Finale der Wintersaison 2013-2014. Und an meiner Seite, ja, Agnes, herzlich willkommen. Hallo, guten Abend, Lutz. Ja, das ist jetzt dann doch. Ja, eine kleine Sensation, weil sie hat jetzt die dritte Moderation überstanden, auch wenn sie bisher noch nicht so wahnsinnig viel gesagt hat. Aus dem Grund habe ich mir heute überlegt, ich moderiere das Ganze hier an und dann gehe ich schlafen und Agnes, sie hat mir auch versprochen, sie macht das heute alleine. Und von daher denke ich mal, habt da richtig, richtig viel Spaß mit einer netten Stimme im Stream. Wovon Und träumst du nachts, Lutz? Wenn ich dich mal ganz kurz unterbrechen darf, aber. so träumen, ich gehe jetzt. Ja, vergiss es, du bleibst Ja, schön nun. hier. Du gehst nirgendwo hin. Ja, doch, doch. Genau. Und ja, also Agnes hat jetzt genug Erfahrung. Die kann das jetzt auch gut alleine. Und wird sicherlich sehr amüsant. Genau. Ich warte noch auf den Jens. So lange bleibe ich noch. Und dann gucken wir mal, was der Jens uns so zu erzählen hat. Der wird uns nämlich die Strecke vorstellen, auch wenn man unseren Zuschauern hier wahrscheinlich nur den wenigsten diese Strecke erklären muss, weil das Saisonfinale findet in Spa-Francorchamps statt und ja, auf der Ardennen-Autobahn, Achterbahn, wie auch immer. Genau, und sicherlich mehr als über 5 Minuten Zuschauen wert, sondern in dieser Rennserie, wo es wirklich allerfeinsten Motorsport gibt, denke ich mal, werden wir ganz sicher ganz, ganz tolle Zweikämpfe sehen. So, gehen wir mal auf die Strecke. Genau. Da unten am Ende der Boxengasse sitzt die Agnes im Bikini und wartet jetzt drauf, dass sie es alleine moderieren darf. Dass sie ganz, ganz stumm ist, lieber Lutz, ganz stumm. Ja. Ja, manchmal muss man halt ins kalte Wasser geworfen werden und Aber bitte nicht heute, nein. doch, Nicht doch, beim doch, doch. letzten Rennen, es ist eins der wichtigsten und Ja, eben, gerade deswegen. deswegen Ja. musst du es machen. Die Herausforderung muss schon auch da sein, also genau, Mein sonst lieber macht Lutz, das ja alles es war keinen Sinn. schön, dich für heute zu hören. Ich verabschiede mich gerade mal. Weiß ich jetzt nicht, was Jens dazu sagt, wenn er heute keine Moderation hat. Aber gut. Wir werden es erleben. Nichtsdestotrotz, momentan ist Briefing, deswegen ist da auch niemand auf der Strecke. Und wir hoffen, dass das in Kürze erledigt sein wird. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass Jens wenigstens zum letzten Rennen das hinkriegt, pünktlich mit dem Briefing zu Ende zu kommen. Aber gut, ist ja auch Quatsch. Es sind heute hier momentan, muss ich erstmal schauen. 22 Fahrer. Ja, das sind mehr. Es müssten, wenn du mal so gut wärst, jetzt muss ich erstmal gucken, ob mein Nummernblock hier überhaupt an ist. Nee, war er nämlich nicht. Aha, dann doch nur 22. Eben sah das nämlich noch ganz anders aus. Genau. Und ja, und wenn man das sich hier anschaut im Timing, der Dominik Smoll hat hier im freien Training mit gut 6 Zehntel Vorsprung die Bestzeit gefahren vor Micha Tröscher. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich traue dem Braten nicht so ganz, oder dem Frieden, sagt man ja. Weil die Cracks alle ein bisschen weiter hinten stehen. Wobei mir da so ein bisschen auffällt, dass der ein oder andere heute scheinbar nicht da sein kann. Wollen wir mal hoffen, dass die noch kommen. Weißt du irgendwas Genaueres? Nein, leider nicht. Nicht. Gut. Dann versuchen wir mal auf der Webseite irgendwas in Erfahrung zu kriegen. Da gibt es ja so einen wunderbaren Anmeldethread. Ob dort irgendjemand abgemeldet hat. Auf alle Fälle gibt es Neuigkeiten.
Oh, ich sehe gerade, man möchte hier ein RSA 24 Stunden All-Star-Team an den Start bringen. Den Namen sollte man sich eventuell nochmal überlegen, weil ein All-Star-Team gibt es schon. Aber gut, es heißt RSA 24, also mir soll es egal sein. Ja. Nee, so wirklich jetzt hier nichts, jedenfalls nicht in den letzten Foren-Posts. Ja, nichtsdestotrotz, also was machen wir? Wir fahren Spa-Francorchamps und wir fahren einmal 20 und einmal 40 Minuten und erfahrungsgemäß sind beide Rennen sehr spannend. Das erste aufgrund des Sprintformats und das zweite, weil dann halt die Startaufstellung gedreht wird. Ja, die ersten 10 des ersten Rennens starten im zweiten in umgekehrter Reihenfolge und das wiederum bedeutet natürlich, dass die richtig guten Jungs aus dem ersten Rennen dann sich erstmal durchs Feld arbeiten müssen, zumindest durchs vordere Mittelfeld oder durchs Mittelfeld, wenn man heute 22 sind. Und das wiederum sorgt des Öfteren für tolle Szenen, die wir hier dann übertragen dürfen. Also wir dürfen wirklich gespannt sein. Jetzt könnte es aber langsam mal losgehen. Ich bin Ja, ja wenn auch du schon dem da. Jens mal. Ach ja, jetzt er hat es geschafft. Ja, Herzlich du weißt willkommen, Jens doch. Burkott. Ja, ich hatte eben Einen schon wunderschönen gesagt. guten Abend, Agnes, und hallo Lutz. Hallo. Hallihallo. Ich hatte eben schon gesagt, ich hatte so ein klein wenig die Hoffnung, dass es zum letzten Rennen es pünktlich beginnen kann, aber es ist nicht Hey. so. Ja. Also, sei mal froh, ne? Es ist eigentlich legendär, dass meine Ansprachen zu Saisonbeginn und auch gerade zum Saisonende, zum Finale immer ein bisschen ausarten. Ich habe mich heute echt gebeilt. Ach so, ja, du bist noch nicht mal auf der Strecke. Stimmt, da war ja was, genau. Ja. Was natürlich jetzt dazu führt, dass wir ja noch mal ein bisschen ringsrum fahren können. Jens, dann nutzt doch die Chance und erzähl ein bisschen was zur Sommersaison. Ja, Sommersaison wird wieder eine ganz, ganz heiße Kiste. Wir haben, glaube ich, jetzt über 30 Anmeldungen. Hätte ich eigentlich gar nicht so mitgerechnet, weil mein Assetto Corsa steht ja auch irgendwie in den Startlöchern. Wir werden den Aufwand ein bisschen geringer gestalten im Sommer. Das heißt, wir werden nur 10 Rennen haben mit zwei Streichresultaten. Es wird keine großartigen Trainings geben, also keine gemeinsamen. Da werden wir dann andere Programme mal so ein bisschen auf Herz und Nieren testen, hoffentlich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben geile Autos. Wir fahren südamerikanische V8 Stockcars. Ganz heiße Kisten, sehen toll aus, machen riesig Spaß, haben ordentlichen Bums auf der Hinterachse. Also ich denke, da werden wir auch schöne Duelle sehen. Es haben sich auch wirklich schnelle Leute noch zusätzlich angemeldet, die jetzt hier gar nicht im Winter schon am Start waren. Also das sagt man nur die Herzig-Brüder zum Beispiel. Also ich denke, da werden wir auch im Sommer viel, viel Spaß haben und eine Menge schwitzen, unabhängig von den Temperaturen. Ja, aber die Stockcars sind wir doch schon mal gefahren, oder? Wir sind vor 2 Saisons sind wir die TRV6 gefahren. Also eine V6, auch eine südamerikanische Rennserie. Die Ah, V8, okay. die wir jetzt fahren, die haben noch mal ein bisschen mehr Wumms. Ah, okay. Ja, wunderbar. Schöne bei den Autos ist, es ist alles identisch. Es ist ein Chassis, nur die Karossen, die da drauf gesteckt werden, sehen ein bisschen anders aus. Das heißt, wir haben absolut identische Fahrzeuge im ganzen Feld. Keine Zusatzgewichte im Sommer. Das heißt also, es ist eine reine, unverfälschte Fahrermeisterschaft. Mal gucken, wie das ausgeht. Ja, gucken wir mal. Und jetzt kommen wir hier schon Blanchimont durch. Das heißt, wir sind einmal fast rum und können gleich in die Cockpit-Perspektive gehen, um das Ganze hier zu zeigen. Und dann würde ich mal sagen, Jens, go. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt direkt hier schon auf Startziel. Eigentlich hat diese kurze Gerade hier den Namen gar nicht verdient, weil es ist irgendwie beschleunigen, zweiter Gang, bremsen. Dann kommen wir hier in der Spitzkehre und dann geht's runter Richtung Eau Rouge. Ich denke, das kennt jeder. Da werde ich auch gleich mal den Knopf vom Daumen nehmen, um den wieder den Schaum zu bieten. Also, manche Jungs fahren am 6. fast voll. Ich fahre mit meinem Setup hier im 5. an, muss dann in den 6. an, 5. runter. Du siehst hier einen Curb lang und dann jetzt dann hier ja, im Rennen wahrscheinlich nochmal 2-3 km/h schneller durch.
Dann haben wir hier die längste Gerade, natürlich dem auch die beste Überholmöglichkeit. Windschatten wird hier eine Rolle spielen. Topspeed 270 haben wir hier hinten am Ende. Und dann kann man sich hier schön tief reinbremsen, runter bis in den zweiten Gang. Und dann haben wir so ein, ja, dann gehen wir ins Infield von Spa, hätte ich jetzt was gesagt. Hier ein bisschen schön über die Curbs räubern. Runter ins Loch. Die Kurve sieht gar nicht so lang aus, aber es ist eine Spitzkehre, die so richtig ins Tal runterfällt. Wir haben hier rechts einen richtig hohen Berg, das sieht man normalerweise gar nicht so wirklich. So, und hier wieder an die Curbs dran. Dann kommen wir zu einer ganz schnellen Linkskurve. Die fährt man im fünften an und bremst dann tief rein, runter in den dritten. Geht so leicht an den Curbs, nicht so viel. Und dann kann man hier schon wieder voll drauf den Schwung mitnehmen. Fünfter Gang. Dann wieder eine schnelle Kombination. Dritter Gang kann man hier auch ganz tief reinbremsen. Der Curb ist heikel. Wenn man den berührt, wird das Auto sehr unstabil. Hier den kann man ein bisschen besser mitnehmen. Früh aufs Gas. Vierter Gang und dann direkt hier runter in den zweiten, zumindest bei mir. Dann kann man hier wieder früh aufs Gas. Dann haben wir eine Stelle, die ganz entscheidend ist, weil man hier mit ganz viel Schwung rauskommt bis zum, ja, Richtung Blanchimont, Richtung Bus-Bus-Stop, hier mit hohem Speed durchzukommen. Blanchimont sicherlich nochmal eine ganz heikle Stelle. Also mit meinem Setup geht sie nicht voll. Ich muss da ein bisschen lupfen. Hier an den Curb dran. Dann möchte ich jetzt nicht so weit raus, weil die Außen sind sehr, sehr rutschig und dann fliegt man sehr, sehr schnell ab. Ja, dann kommen wir hier in die neue Bus-Stop. Unter Verzögern, zweiter Gang, Curb, erster Gang. Upsala, hier links rum über die Boxeneinfahrt hat der Lutz bestimmt schon was erzählt. Die kenne ich. Nee, habe ich noch nicht, kommt aber noch. Gut, okay. So, da haben wir's. Wow. Also, du merkst, ich bin jetzt schon ein bisschen außer Atem. Es war mal eine 220. Die ganz heißen Jungs werden hier 16 hochfahren. Also, ich denke mal, 17,3, 17,4 muss man fahren fürs Top 5. Und dann werden wir weitersehen, aber Spa ist lang und ich denke, da wird sich Konstanz mehr auszählen als Hot Laps. Ich bin sehr gespannt. Ja, ist ja auch schön, dass Werbung für SimRacing.org gefahren wird. Also das ist ja schon mal, hat ja dann auch einen tieferen Sinn bei diesem Rennen. Genau. Genau. Ja, wunderbar. Also dann, mein Lieber, dann wünsche ich euch allen da ein tolles Finale und wir werden versuchen, das möglichst charmant zu kommentieren. An Agnes soll es nicht liegen, weil die moderiert ja alleine heute. Gut. Ah, okay. Ja, nee, ist klar. Genau. Ja. Gut, also ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden es auf jeden Fall heute nochmal hören. Saisonfinale, lasse ich mir das einfach nicht nehmen. Und ja. Also. Ja. Ich wünsche euch einfach schöne Rennen. Alles klar. Gut, dann werden wir mal so gut sein und der Agnes den Kloß aus dem Hals nehmen. Also wir bleiben dann noch ein bisschen da und hoffen doch mal schwer, dass das Rennen wirklich so wird, wie die ja fast alle Rennen dieser Saison waren, nämlich sehr, sehr spannend und mit tollen Szenen und ihr nicht irgendwie das Schlimme kommt. Also, was Jens mit Spitzkehre meinte, am Anfang nach der Start ein Ziel, das ist die Lazors. Und die heißt nicht umsonst so, weil, ja, wie soll man sagen, passiert dort was, dann hat man keine Sourcen mehr, keine Ressourcen mehr. Also, dann ist einfach das Auto weg, weil komplett Schrott. Es ist extrem eng dort. Man kann allerdings einen etwas weiteren Bogen fahren, aber meistens ist es dann so, dass man vorne steht, also versucht sehr eng die Kurve zu nehmen, irgendwo einem in den Pops fährt und dann das Ganze in der Mauer endet und dann stehen da so drei, vier Autos quer und der ganze Pulk kommt von hinten. Gelbe Flaggen werden im Simracing völlig überbewertet, das heißt, es scheppert mörderisch und das wollen wir heute uns nicht anschauen. So. Gucken wir mal, ob das noch, ja, das sind sogar noch meine Kameras. Das freut uns doch sehr. Genau, hier haben wir nämlich die Spezialisten. Und dann können wir, oh ja, das sind jetzt nicht so schöne Kameras. Aber wenn man hier jetzt mal so ein bisschen hochschaut, dann
das hier tatsächlich noch aus der GT3 Multi League, die Strecke. Die wurde mittlerweile schon einmal wieder überarbeitet, weil da doch noch ein paar Sachen waren, die nicht so ganz gepasst haben. Aber nichts Dramatisches, also nichts, was uns hier irgendwelche Abstürze oder sonst dergleichen Dinge erwarten lässt, sondern das wurde dann nur für das Rejoin-Plugin angepasst. Ja, nicht schlecht das Ganze. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass... Ja, oh, der Dominik ist in seiner Aufwärmrunde hier schon richtig schnell unterwegs. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, also leider ist das Result-System bei der Race Day Speed Association nicht sehr benutzerfreundlich. Beziehungsweise, ich kenne es einfach zu wenig, also da will ich das gar nicht so sagen, sondern... Aber ich glaube, dass der Dominik hier immer sehr, sehr gut unterwegs war und ich meine, in irgendeiner Saison ist er hier auch mal, oder hat er hier auch mal einen Sieg eingefahren. Der Absturz ist ja im Prinzip erst in der letzten Wintersaison gekommen. Hat sich vielleicht letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle war er mal einer der Besten in der Rennserie und es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert fahrerisch. Von daher weiß ich jetzt nicht so genau, woran es liegt. Könnte, aber gut, das ist nun mal so. Manche Fahrer, Sieger Arne Bachem, machen das Gegenteil. Die kommen aus dem hinteren Mittelfeld und fahren ganz nach vorne in einer Saison. Ja, warum soll es nicht auch umgekehrt gehen? Wünschen wir dem Dominik heute mal, dass es hier alles gut passt. Und das passt schon mal nicht. Hier hat er schon mal ganz, ganz viel Zeit verschenkt. Tierisches Glück gehabt, dass er hier nicht in die Mauer eingeschlagen ist. Genau, und hier auf der Camel Straight ist es... ist eigentlich einer der wenigen Punkte, wo man wirklich vernünftig überholen kann. Und wie bei allen Ausbremsmanövern am Ende einer Geraden, muss man aber auch schon frühzeitig dran sein am Gegner, beziehungsweise neben dem Überholenden sein, um das Manöver vernünftig zu setzen. Außenrum kaum eine Chance. Also man muss auf die innere Linie kommen, dann hat man tatsächlich eine Chance. So, er bricht hier die Runde ab. Wir gucken mal einfach weiter, nämlich zu Micha Tröscher, der erstaunlicherweise ja auch im Training richtig, richtig gut unterwegs war. Und sofern denn die anderen nicht gemauert haben. Also das werden wir jetzt am Ende des Qualifyings sehen. 5 Leute qualifizieren sich für die Super Pole, die dann im Nachhinein ausgefahren wird. Das heißt, die besten 5 fahren dann in 2 Etappen jeweils eine schnelle Runde. Irgendwie haben die alle keinen Bock hier. Schon 5 Minuten verblasen und noch keiner hat eine Zeit gefahren. Naja, wie auch bei 2 Minuten Rundenzeit, 2 Minuten 15. Agnes, hast du Kaffee? Bitte? Ob du Kaffee hast? Selbstverständlich. Ach schade, sonst hätte ich dir einen gebracht, ja. Wer nicht will, hat schon. Ich kämpfe ja schon mit dem, der hier steht. Ja, also noch ein. Nee, das wäre zu viel. Also du redest jetzt von Kaffee. Agnes? Ja. Gut. Ja, ich wollte es ja nur wissen, nicht, dass wir hier zweideutig wären. Ne? Wenn man uns schon als Paar bezeichnet. Ja, dass du das jetzt sagst, war mir klar. Ja, natürlich. Ich finde das grandios. Ja. So, Zeiten purzeln. Aber da siehst du mal, so wird es wenigstens nicht langweilig. Genau. Genau. Der Danny Volkert mit einer 2:17.853 ist jetzt erstmal auf der 1, gefolgt mit 66.000 Rückstand von Edgar Ostermann. Und der Herr Tröscher hat seine Runde erstmal gründlich in den Sand gesetzt. Er hat mich 10 Sekunden Rückstand. Also ich habe jetzt nicht wirklich was gesehen, was da so schlecht dran gewesen sein könnte. Aber guck mal nochmal auf die Position. Ach, Kinnasch. Auf die Position 17, so man mich lässt.
Nein, man ist... Ah, jetzt. Und warum geht das... Ah, weil er in der Box ist. Jetzt guckt doch mal einer an. Nee, den wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte den da. Auch den wollte ich nicht. Aber das ist jetzt auch egal. Er, Lars Borkowski. Genau. Hier fühlt er sich, glaube ich, etwas wohler in der Rennserie als im GT3 Cup, obwohl er eigentlich dort herkommt. Aber im ersten Sektor schon 8 Zehntel Rückstand, das wird definitiv nichts. Den hier wollte ich haben, den Dominik nochmal. Momentan die Top 5, Dennis Ernert, Danny Volkert, Edgar Ostermann, Jens Burkhardt und Jan Paskinis. Und auch hier deutlich Rückstand im zweiten Sektor, 0 K.O. Und auch das war eine ziemlich zeitkostende Linie. Also 0,38 Sekunden im zweiten Sektor zurück, plus das, was er da eben gerade zusammengefahren hat. Plus irgendwann muss er jetzt mal eine Zeit fahren, weil wenn er nochmal rein will, nochmal mit frischen Reifen versuchen möchte, dann wird er das bald tun. So, gucken wir mal, was die Zeit sagt. Wird auf keinen Fall... Ja, immerhin Platz 3. Und das trotz dieses komischen Fehlers. Also, und gar nur 88.000stel hinter Martin Schmidt, der sich jetzt auf Platz 2 gesetzt hat. Hinter Dennis Erner. Der mittlerweile auf Platz 1 gefahren ist. Auch das war eben noch nicht so. Und Dennis Erner hat seine Pole-Zeit oder seine momentane Bestzeit sind 2:17.130. Also das kann noch gut unter die 2:17 gehen. Also ich weiß nicht, ob die Physik verändert worden von SimRacing.org, aber die Bestzeit damals in der GT3 Multileague war eine 2:15.7. Gefahren vom Ronny Hähnel. Allerdings hatte der dann auch, glaube ich, 60 Kilo Strafgewicht. Also muss man jetzt nicht... Ich glaube, es wurde auch was geändert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch egal. Ja, Herr Frischkopf, Agnes, kannst du dich mal schlau machen in Form, wie die Gewichte verteilt sind, die Strafgewichte? Da brauche ich mich nicht mehr schlau machen. Das liegt schon vor mir. Mensch, grandios. Ich wusste, ich hätte dich eigentlich alleine lassen können. Hatte ich vor. Nein. Ja, sag mal, wie sieht's denn aus mit den Gewichten? So, der Robin fährt mit 50 Kilo zusätzlich, der Martin Schmidt 40, unser Jens Purkott hat 30 Kilo zusätzlich. Mein stiller und heimlicher Favorit, der Stefan Hauenstein, hat nur 15. Arne Bachem fährt ebenfalls mit 15. Edgar Ostermann 10 Kilo und Markus Farnhold hätte 5 gehabt, wenn er heute da wäre. Ja, okay. Stimmt, von Markus habe ich gelesen, dass er heute nicht da sein kann. Ja, der muss leider arbeiten. Mhm. So, und dann gucken wir mal. Ja gut, der Robin ist hier auf seiner Einführungsrunde. Auf seiner Outlap, besser gesagt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Gucken wir mal, was der Martin Schmidt treibt. Der fährt nämlich gerade in eine neue Runde. Jens Burkhardt ist mit 0,265 Sekunden raus aus den Top 5. Ja, Urush ist wirklich eine der heikelsten Kurven schlechthin. Es ist, glaube ich, auch eine der gefährlichsten Kurven, wenn man alle Rennstrecken zusammennimmt. Weil wirklich mit Topspeed, egal in welcher Rennklasse man da unterwegs ist,
diese Senke angefahren wird. Das Auto kommt in so eine Kompression und wenn immer ist, wenn sich irgendwas komprimiert, dann wenn sich dann entspannt, ja, dann entspannt sich's und das Auto wird ganz leicht. Und dann ist man aber auch schon in zwei Kurven und man muss wirklich auf den Millimeter genau die Curbs treffen. Darf nicht zu sehr, nicht zu wenig oder wie auch immer über diese Curbs fahren, weil auch dann wird das Auto instabil. So, Jens, nicht unstabil, instabil. Und genau. Und dann ist da oben dann auch die Boxenausfahrt und da rechts ist eine Mauer und ihr werdet es nicht glauben, aber da haben wir schon Autos auf den Reifen stapeln gehabt. Oh, der Martin hört auf. Das war dann auch das letzte Mal, dass ich ihn hier in einem Quali zeige. Wenn ich schon denke, es passiert hier irgendwas. Dominik Smoll ist jetzt auf die 4 verdrängt worden. Danny Volkert hat sich wieder verbessert. Aber in den Top 5 insgesamt hat das jetzt nichts geändert. Arne Bachem fährt auf die 7, ist aber in der Box. Jan Baskenis auf der 8. Was ist mit dem Stefan los? Hat er keinen Bock oder hat er eine Strafe? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, Jari Stark fährt auf die 9. So, so fährt man durch die Urusch. Das war eher perfekt. So, dann wollen wir mal gucken, wie der Topspeed ist. Ja, und der kommt hier deutlich über 270. Ich habe vorhin gesehen, ja, was heißt deutlich, 271 waren es. Ich habe bei Jens vorhin gesehen, da waren es 268 in der Einführungsrunde. Klar, der ist natürlich nicht die Urusch volles Risiko gefahren. Und von daher... Aber er ist eben, der Jan ist sehr, sehr gut durch die Urusch gekommen und das gibt dann auch mal 2-3 km/h mehr Topspeed. So, gucken wir uns das hier nochmal an. Das ist tatsächlich eine von zwei Stellen, wo hier richtig Zeit gemacht wird. Das heißt Zeit verloren oder gewonnen. Und... Weil diese Einfahrt in diese Kurve ist mehr als heikel, weil man glaubt permanent, man könnte sie schneller fahren, als es eigentlich geht. Ähnlich ist das hier. Hier ist man auch gerne mal zu früh auf dem Gas. Und dann geht es aber nochmal ein bisschen rum. Haben wir vorhin bei dem Dominik Smoll gesehen, als der da sehr weit nach links rauskam. Und der Jan hat 7/10 Rückstand. Das würde momentan... Also wenn er das jetzt in die... ins Ziel bringen würde, würde er den Micha Troscher von Platz 5 vertreiben. Stefan Hauenstein ist dann mal mittlerweile auf die 6 gefahren. Der Micha Troscher ist dann tatsächlich in den Top 5. Das dürfte das erste Mal sein, sollte er da bleiben, dass er in die Superpole kommt. Aber ich befürchte, der Jan hat hier noch ein bisschen was liegen lassen. Das dürfte nicht reichen. Nee, Platz 7. Er verbessert sich nochmal um 4 Plätze. Verdrängt damit Edgar Ostermann auf Platz 8. Ja, und Dominik Smoll hat es mittlerweile geschafft, auf die 2. Position zu fahren. Also anscheinend braucht er ein bisschen... Upsala. So, und hier sehen wir, wie es nicht sein sollte... Jan, da habe ich dich vorhin so gelobt, aber schön, dass wir dieses Bild gesehen haben und die Staubwolken, die hat dann auch noch der Edgar abzubekommen. So, gucken wir mal an die Braun. Naja, der Rückstand ist auch schon 4/10. Würde, wo die Zeit bis ins Ziel reicht. Weil ich denke, für die Top 5 reichen, aber ich denke mal, das ist seine In-Lab, das heißt, er wird jetzt in die Box kommen.
Ja, und so wie es aussieht, Stefan Hauenstein ist in der... Nee, ist er nicht. Doch, ist in der Box. Ja, Jan Baskin ist auch. Einzig Edgar, nee, er kommt auch. Einzig Edgar Ostermann könnte hier theoretisch, wo er noch auf einer gezeiteten Runde ist. Er ist, glaube ich, noch auf einer gezeiteten Runde. Ich bin jetzt nicht genau geschaut, wann die offizielle Sessionzeit abgelaufen war, aber er fährt zumindest noch sehr... nee, ich glaube, das war nicht voll. Wurde auch keine Zwischenzeit angezeigt. Doch, er kommt nochmal über Start und Ziel. Nein, keine Verbesserung. Bleibt bei Platz 8. So, einzig auf der Strecke ist noch Ralf Minwegen, aber der kommt jetzt auch in die Box. Da haben wir ihn links. So, und alle sind in der Box. Hey. Das geht ja hier richtig zügig weiter. Ja, da sind wir ja mal stark erstaunt. So. Wir sind im zweiten Qualifying. Das bedeutet... Die besten fünf, nämlich Dennis Erner, Dominik Smoll, Danny Volkert, Martin Schmidt und Micha Tröscher, fahren jetzt aus der Box. Das heißt, nicht alle fünf auf einmal, sondern es fahren erstmal der fünftplatzierte Micha Tröscher, der viertplatzierte Martin Schmidt, der drittplatzierte Danny Volkert im Abstand so von 20 Sekunden hier aus der Box. Und dann eine gezeitete Runde. Und wenn die durch ist, fahren die beiden schnellsten aus dem ersten Quali, nämlich der Dominik Smoll und der Dennis Erner, dann ihre schnelle Runde. Hätte ich mir tatsächlich noch was zum Abendbrot kaufen sollen. Ich habe Hunger. Oh. Ups. Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, hätte ich dir was vorbeigebracht, aber so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das, dahin bin ich verhungert. Nee, ist ja meine eigene Schuld. Also, ja. Ja. Faulheit, pure Faulheit. Männer. Ja, nun. Also... Fünfer Pack Buletten hätte es eigentlich noch reichen können, die Zeit, aber ich wollte schnell nach Hause. Ja. So, gucken wir mal. Gehen wir mal auf die Position 5. Da haben wir nämlich den Micha Tröscher und mich freut sehr, dass er es ins Top 5 Quali bzw. in die Superpole geschafft hat. Er hat, glaube ich, diese Saison ein-, zweimal aufhorchen lassen. Dann hat es meistens irgendwas gegeben im Rennen. Entweder hat er einen Unfall gehabt oder einen Fehler gemacht oder irgendwas war eigentlich, sodass es ihm gute Ergebnisse verhagelt hat. Oder er sie sich selber oder andere ihm verhagelt haben. Jedenfalls er hier heute mit in den Top 5. Und dann hoffen wir mal, dass das hier richtig gut geht. Und auf geht's. Er sollte der Erste sein, der in seine gezeitete Runde geht. Und ja, schauen wir mal, was da machbar ist.
gucken wir uns doch die Urush mal aus dem Cockpit an. So schön links hier. Dann müsste er wahrscheinlich sogar noch etwas mehr über den Curb. Ja, da. Hier, der linke Curb. Wenn man da so drüber fährt wie er eben, dann kann es passieren, dass das Auto aufsetzt. Je nachdem, wie es abgestimmt ist. Aber unten muss man, glaube ich, etwas weiter über diesen Curb raus. Also den muss man wirklich mittig nehmen, um dann den perfekten Winkel für das Bergaufstück zu kriegen. Hat aber dann auch wirklich nur dann Sinn, wenn das Auto entsprechend abgestimmt ist. Wenn er hier mit sehr wenig Flügel unterwegs ist, dann ist das eher hohes Risiko. Diese Kurve hier, die wir gerade durchfahren haben, habe ich mir von einem realen Rennfahrer sagen lassen, dass das eigentlich eine der bestdurchdachtesten Kurven ist überhaupt, weil man glaubt, man müsse die Lenkung aufmachen, die hat ja dann nochmal wie so ein U, also nicht wie ein V, sondern also eine Kurve geht rum, sondern als ob sie nochmal so ein Stück öffnet, das tut sie aber eigentlich gar nicht, sondern man kommt damit normalerweise mit einem Lenkradeinschlag durch, ohne das korrigieren zu müssen. Und nur dann, wenn einem das gelingt, ist man richtig schnell an dieser Stelle. Also, vielleicht, weiß nicht, wie gut die Strecke umgesetzt wurde. Manche schimpfen ja, manche finden sie ganz toll, die Umsetzung. Also, meine aktiven Zeiten sind so lange her, als dass ich mich daran erinnern könnte. Von daher, vielleicht so als Hinweis. Ich hoffe, dass keiner, der jetzt hier fährt, dazu guckt und das jetzt im Rennen ausprobiert. Also das sollte er schon vorher mal probiert haben. So, die Zeit für Micha Tröscher. 2:17.829. Das ist jetzt mal für eine schnelle Runde gar nicht mal so schlecht, würde ich meinen. So, und dann gucken wir mal zum Martin Schmidt. Der hat Rückstand im Augenblick. Damit, wenn er hier nicht schneller ist, dann hätte sich der Micha Tröscher schon um einen Platz nach vorne geschoben in der Startaufstellung. Nee, das reicht nicht. Er hat sogar noch richtig verloren, der Martin Schmidt. So. Und da haben wir den Dennis Erner. Also Martin Schmidt mit 0,569 Sekunden zurück. Aber genau das ist es, was ein Superpole ausmacht. Man muss es wirklich auf den Punkt bringen. Man hat nur diese eine Runde. Wenn man das verhaut, dann, tja. So wie bei Martin Schmidt. Aber wen habe ich denn jetzt hier im Bild? Du musst auf den Danny schalten. Oh, ja, ich hab's gerade gesehen. Ja, die beiden sind ja schon draußen. Ach Gott. Aber ich darf euch verraten, der Danny hat's geschafft. Ist auf Platz 1 mit 0,224 Sekunden Vorsprung auf den Micha Tröscher, nämlich eine 2:17.605. Ja, das ist mir ja peinlich. Mein Schaltest Gott. Schaltest du jetzt mal bitte auf den Dominik? Nö. Bitte. Nö. Der kommt ja jetzt mal gerade über Start und Ziel. Der geht ja mal gerade in seine schnelle Runde. Genau. So, jetzt wollen wir mal hoffen, da geht er Risiko, aber das passt. Das passt gut. Jetzt gucken wir nochmal auf den Topspeed. Nee, das wollten wir eigentlich nicht, das wollten wir. Vorhin hat er 2:70 drauf gehabt und das sieht mir so aus, als ob er am Setup gedreht hat. Also eigentlich ist er gut rausgekommen aus der Urush und hat auch Vorsprung fast 3/10 hier im ersten Sektor. So, hier muss er aber über den Curb, genau. Also ich gehe mal davon aus, er hat ein bisschen mehr Flügel gegeben, etwas mehr Abtrieb. So, und jetzt schön hier unten rein und jetzt schon rausbeschleunigen. Hier kann man ruhig ein bisschen rauskommen, muss aber den Lastwechsel, das muss das Setup abkönnen, dann gleich wieder schnell rüberziehen. So, auch das war ein bisschen unruhig, das Auto. Aber eigentlich noch kein Problem. So, hier das Anbremsen. Schön auf den Scheitelpunkt zielen und rausbeschleunigen.
wieder auf den Scheitelpunkt zielen und wieder, ja, also gar nicht vom Gas gehen. So, anbremsen. Weiter Gang. Da ist er sehr aggressiv unterwegs. Ja, hier hat er den Körper ein bisschen verpasst, kommt hier auch ein bisschen weit raus und fährt sehr lange jetzt auf den linken Körper, hat aber nach wie vor noch Vorsprung, hat nochmal eine Zehntel rausgeholt. Knapp 0,4 Sekunden. Jetzt ist eigentlich keine größere Schwierigkeit mehr, weil das sind jetzt die erste Gangkurven. Hier muss man eigentlich nur den Kurveneingang vernünftig treffen. Und natürlich das Rausbeschleunigen ist nicht ganz ohne. Wenn man so sehr auf den inneren Curb kommt, wird das Auto unruhig. Ist man da zu heftig, zu früh auf dem Gas, geht das Auto weg, klar. Aber er hat verloren. Er hat verloren. So, Dennis Erner hat Rückstand. Eine Zehntel Rückstand, 99 Tausendstel. Und jetzt hat er Vorsprung. Und zwar eine Zehntel. 114 Tausendstel. Und ganz sauber gefahren hier die Blanchiment. Ich glaube, das hat er im Griff. Auch hier sauber durchgekommen. Ja, das passt. Das passt. Ja. Glückwunsch. Dennis Erner steht ganz vorne mit einer 2:16.946. Also Bombenzeit hier für die eine Runde. Aber die war aber auch wirklich ganz sauber. Also herzlichen Glückwunsch. So, da ist aber einer ganz schnell am Server. Stellt sich mir die Frage, hat Jens die Servergewalt an jemanden abgegeben? Nein, er gibt sich heute nur beim letzten Rennen ganz viel Mühe. Ja, ja, genau, genau, genau. Das glaube ich wohl auch. So, war auch das gespeichert. So, jetzt fahren die da alle schon raus. Jetzt guckt euch das doch mal an. Na, da kommen die. Kommt der ganze Haufen. Ja, da gab es auch schon die Lichthupe, klar, weil man sich wieder gegenseitig angestupst hat da. Jetzt schon alle raus? Nee. Genau, Agnes. Wir sind im Warm-up. Hä? Genau. So, und dann schauen wir uns mal so ein bisschen die Results an. So ein klein wenig. Und es gibt fürs erste Rennen... jetzt muss ich nochmal direkt schauen. Wollen wir das jetzt hier vorlesen? Genau, 12 Punkte. Für das zweite Rennen 16 Punkte. Das sind insgesamt 26 Punkte. Angenommen. Mathe, was? 6. Was? Nee, also, 28, ja. Genau. Ja, 28 Punkte. Ja, wenn ich mit dir moderiere, habe ich immer nur 6 im Kopf. Das ist so. So. Dann verabschiede ich mich lieber. Ach, jetzt hör auf. Wenn du es nicht mehr schaffst, mir was zu essen zu bringen. Also, ich bitte dich. Der Witz ist an der Geschichte, 15 Punkte Vorsprung hat der Robin Frischkopf. Mhm. Das heißt, Stefan Hauenstein muss 15 Punkte aufholen. Agnes, deine Aufgabe wird sein, den Robin abzulenken, dass er gegen die Wand fährt, dass der Stefan Hauenstein beide Rennen gewinnt. Von dem bist du genauso weit weg wie von mir. Das heißt, das wird dir nicht gelingen. Und
Nee, aber wenn wir das Ergebnis des ersten Rennens haben, dann wirst du mir ausrechnen, wie die beiden ins Ziel kommen müssen, damit Stefan noch die Meisterschaft gewinnt. Okay. Ja. Gut, na Wenn du mir jetzt wunderbar. auch noch sagst, wo ich dann den Rest der Punkte finde. Den Rest der Punkte. Naja, für Wichtig die ist nur, dass du restlichen Plätze. jetzt weißt, ja, das stimmt eigentlich, weil der Martin Schmidt hat auch noch Möglichkeiten. Ja. Genau, mit 172 Punkten. Der ist nur 3 Punkte hinter dem Stefan Hauenstein. Genau. Und Dennis Erner mit 155 Punkten. Also da geht nichts mehr. Jedenfalls nicht in Richtung Meisterschaftssieg. Aufs Podium könnte er auch theoretisch noch kommen, wenn der Martin Schmidt in beiden Rennen ausfällt. Aber das wird hoffentlich nicht passieren. Also, Martin Schmidt 172 Punkte auf der 4, dann der Dennis Erner mit 155, Jens Burkhardt dann deutlich abgeschlagen mit 119 Punkten. Auf der 5, auf der 6 Markus Fahrenholt, der heute nicht dabei ist, Edgar Oster mit 107 Punkten. Der könnte tatsächlich noch den Markus Fahrenholt und auch den Jens Burkhardt knacken. Genauso wie der Danny Volkert mit 102 Punkten. Da auch, also im Mittelfeld hier so von Platz, was ist das, 5 bis 8. Also die können richtig was bewegen. Arne Bache mit 95 Punkten und Dan Baskenes mit 65 Punkten komplettieren die Top 10. Also da wird nicht so wahnsinnig viel passieren, denke ich mal. Genau. Wer schickt mir hier irgendwelche Nachrichten? Genau. Ja, warten wir mal ab, was da passiert. Robin Frischkopf fährt zumindest unter Rennbedingungen mal eine 2.19. Geht man davon aus, dass der jetzt im Warm-up mit vollgetanktem Auto fährt oder zumindest fürs erste Rennen an Bord hat. Auch diese wunderbare Parc-Fermé-Regel, wo man den Quali-Sprit dann verfährt, aber ist ja eher im GT-Bereich nicht so der Brüller. Macht auch wenig Sinn, wenn man in einem Sprintrennen gar nicht tanken muss. Also, macht nur das Qualifying langsamer dann. Habe ich, glaube ich, wieder jemanden verärgert. Mache ich besonders gern. So. Irgendwie gibt es wieder ein Problem mit der Startaufstellung, oder? Agnes, weißt du etwas? Nein. Weil gerade eben hat das Qualifying nochmal, Quatsch, das Warm-up nochmal angefangen.
fahren auch noch mal raus. Habe ich das Rennen verpasst? Ist das schon das zweite jetzt? Na, was war das denn? Das war die Abkürzung. Ja, das ist keine Abkürzung. Das ist sofortige Disqualifikation. Nein, also, nicht von dem. Ja, aber das genau von dem. Nein, also, nicht von ihm. Nein, aber hallo. Na, sag mal, wo sind wir denn? Wir sind ja nicht auf dem Jahrmarkt. Ja, selbstverständlich. Also, ja. Ja, macht das nur, damit du was zu sagen hast, Lutz. Ja, das glaube ich weniger. Der wollte möglichst viel Speed mit auf die Rouge nehmen. Möglichst wenig Zeit verbraten. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt hier passiert, weil da oben steht immer noch Session. Also in meinem Timing steht Session Over. Warte, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Aber dann connecten wir nochmal. Was war das denn jetzt bitte? Jetzt ist die Zeit auf einmal auf 20 Sekunden runter. Gut, dann ist da doch nichts schief gelaufen. Ach so, jetzt haben wir umgeschaltet. Ah, okay. Also vielleicht ist doch was, ist auch völlig wurscht. Wir sind jetzt im Rennen, dass ihr hier nur 5 Quali-Zeiten seht. Nämlich von den ersten 5 ist normal, weil nur die Superpole wurde in der eigentlichen Qualifying-Session gefahren und somit... Was war denn das jetzt hier? Leute, was geht denn hier gerade ab? Ja, das frage ich mich auch gerade. Gut, das ist jetzt hoffentlich noch nicht der Rennstart, auch wenn es so aussieht. Nee, da oben läuft noch keine Zeit. Bei mir steht im Timing immer noch Session Over. Und Warm-up. Also es ist auf alle Fälle eine Formation Lab, es ist keine Rennrunde. Ja, tut mir leid, ich krieg hier keine Daten. Funktioniert das bei dir? Ich habe es gerade neu gestartet. Ja, warte mal, ich muss das mal am Server hier ausmachen und neu starten. So, jetzt haben wir wieder, weil da stand auch noch erwartet Session-Status. So, jetzt tut sich hier auch irgendwas. Before Session has begun. Genau. So, jetzt gehe ich da nochmal raus und sage nochmal Connect und dann sollten wir das eigentlich richtig bekommen. Also das war jetzt eine ganz seltsame Geschichte. So, jetzt stimmt wieder alles. Und so wie ich sehe, der Andreas Wollin hatte wohl Strafe. Der durfte wohl nicht fahren im Qualifying. Der steht nämlich ganz hinten. Langsam wird spannend. Der Pulk nähert sich der Zielgeraden. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Dennis Erner startet vor Dominik Smoll und Danny Volkert auf der 4, Micha Tröscher, Martin Schmidt auf der 5, Stefan Hauenstein auf der 6, 7, Jan Baskenis 8, Edgar Ostermann, Jens P.
Purkott auf der 9, 10, Andreas Braun, 11, Anne Bach im Jari Stark auf der 12, Fred Donke auf der 13, 14, Robin Frischkopf, 15, Olaf Ness, Chris Pirchegger auf der 16, 17, Ralf Minwegen, Patrick Flüglisthaler auf der 18, 19, Lars Pokowski, 20, Jürgen Heinrich, 21, Silas Flüglisthaler, 22, Micha Bregartner und 23, Andreas Wulin. Geil, ich hab's geschafft. Wow, auf Punkt. Die Lichter sind an. Und ab geht der Laden hier. Ups, und da fliegen schon die ersten noch, bevor überhaupt eine Kurve kommt. So, und jetzt gucken wir uns das Chaos hier an. So sieht das aus. Obwohl, ich muss sagen, es ist noch relativ human. Der letzte trägt hier sein Auto um Kurs. Das war, glaube ich, der Robin Frischkopf. Oder der Silas Flüglisthaler, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle ist Dennis Erner aber richtig gut hier weggekommen. Ist auf der 1. So, hier kommen sie alle. So führt nebeneinander. Hier kleine Lücke und da kommt einer quer. Oh Mann. Es ist ja nicht zu glauben. So. Denny Folgert ist auf die 6. Position zurückgefallen. Kein Wunder bei dem Teamnamen. Und er versucht sich jetzt hier. Jung. An Stefan Hauenstein, der zumindest eine Position gewinnen konnte. Robin Frischkopf ist auf Platz 9, 4 Plätze dahinter. Würde also noch Pünktchen bekommen, so er das hält. Und da geht's richtig weit raus. Oh Mann. Bitter. So, und Zufahrt hier auf die Busstopp. Die geht tatsächlich zu zweit, aber immer der innen ist, hat dann den kleinen Vorteil. Und dann kommt der von hinten, der überhaupt nicht sehen kann, dass da zwei nebeneinander fahren. Woher auch? Der ist ja, sind ja bloß fünf, sind ja mindestens 5-6 Meter vor ihm und fährt ihm in den Pops. Meinte ich das vorhin. So passt das. Und das ist eine ganz widerliche Art, was der da macht. Wer ist das? Danny Folkert. Weil das ist ein klarer Cut, der da gefahren hat. Und theoretisch müsste er, sollte er jetzt vorbeikommen, das Überholmanöver rückgängig machen. Aber er kommt nicht vorbei. Ja, tolle Bilder hier. Gucken wir uns mal das so an. Ne, so wollte ich das eigentlich nicht. Ich wollte hier ein Stück weiter hintergehen. Robin Frischkopf ist bereits vorgekommen bis auf die 7. Das wären im Moment 4 Punkte.
Ja, und der Dennis Erner da vorne macht alles richtig, hat schon fast 4 Sekunden Vorsprung. Da brauchen wir gar nicht hingucken, aber ich glaube, wir sollten mal zum Danny Volkert gucken. Wer hier... Mal gucken, ob der eben, ob der da noch so ein Ding dreht wie eben. Also hier oben ausgangs der Lazors streiten sich die Gebüte auch so ein bisschen. Die einen sagen, man kann sich hier richtig weit raustragen lassen, das wäre dann schneller. Ja, das macht er definitiv hier. Also das war zwar jetzt nicht so ganz so drastisch wie vorhin, aber das ist nicht sonderlich fair, muss ich sagen. Nee, da ist kein Vorbeikommen, da war der Abstand noch zu groß. Wobei die Linie eben, die war gerade noch so akzeptabel. Also das war jetzt kein klares Cutten wie in der Runde zuvor. Ich hab Hunger. Ja. Ich hab dir doch ein Bild vom Essen geschickt. Reicht das nicht? Nee, das werde ich mir auch ganz sicher nicht angucken, weil wenn das noch irgendwie gut aussieht, dann... ja, dann macht es das nicht besser. So, also hier, die scheinen sich so ein bisschen auf eine Linie geeinigt zu haben. Letztendlich, wirklich überholen kann man nur am Ende der Camel Straight, der langen Geraden. Es gab auch schon tolle Manöver in der Blanchement. Mag man nicht glauben, aber geht. Und, auch aus der Busstop raus haben wir schon Überholmanöver gesehen. Aber das ist eher die Ausnahme. Micha Troscher ist auf den 9. Platz zurückgefallen. Das ist das, was ich vorhin, glaube ich, sagte. Oder was ich zumindest meinte damit. Also irgendwas ist wieder gewesen. In irgendeinen Kuddelmuddel ist er reingeraten. Ja. Herr Schmidt fährt wieder mal die äußere Linie. Oh, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er jemanden abräumt. Dennis Erner, letzte Rennrunde. Mit 2:17.759. So, Tröscher versucht es jetzt hier. Nee, reicht nicht. Robin Frischkopf jetzt auf Platz 6. Ich glaube, der muss sich immer erst an sein Gewicht so ein bisschen gewöhnen, dann geht's. Oi. Wer biegt hier ab? Wen haben wir da? Der da war's. Fred Dohnke, Mensch! Uns Fred! Nee, ist er doch gar nicht. Doch. Da hat er erst am Montag so ein geiles Rennen gefahren. Ja gut, aber Spa ist nun mal Spa. So, gucken wir mal zum Andy Braun. Weil hier hinten geht es nämlich auch richtig rund. Das müssten sein... Jens Purkott, Andreas Bolin, Andreas Braun, Jari Stark und Lars Borkowski. Ich glaube, der Lars hat ein bisschen Rückstand. Das ist ja wie bitter. Natürlich auch gleich Platz verloren. Ja, Andi, so wird das nix. Micha Tröscher verliert einen Platz gegen Olaf Ness. Olaf Ness ist da, wo kommt denn der her? Und gegen Fred Dohnke. Der verliert jetzt den Michael Tröscher. Jens Burkhardt und der Andreas Bolin sind auch vorbei. Ja, da ist irgendwas nicht ganz koscher.
jetzt bis auf die 13 zurückgefallen. Da ist was nicht in Ordnung im Auto. Der ist ja ganz langsam unterwegs. Nee, das ist der Lars Borkowski. Der wird durchgereicht. Der hat auch irgendein Problem. So wird das bei Michael nichts mit dem zweiten Platz verteidigen im G-Cup. Nee, das wird schwer. Ja, das ist die Quittung, die man bekommt, wenn man diese Linie wählt. Weil irgendwo dort ist eine kleine Welle, kommt man da durch, hebt das Auto gnadenlos ab und dann geht's, ja, dann passiert das. Und so wie es aussieht, ist das Auto auch mehr oder weniger krumm. So. Dennis Erner führt jetzt mit 4,5 Sekunden, das heißt, er verwaltet seinen Vorsprung bereits. 2,5 Sekunden dahinter Dominik, genau, der Dominik Smoll auf Platz 2. Dahinter 2,5 Sekunden Rückstand auf den Dominik, der Martin Schmidt. Und dann haben wir nochmal 5 Sekunden Abstand auf von Platz 4 auf Platz 3, nämlich der Danny Volkert. Stefan Hauenstein ist da aber dran. Dann gucken wir uns mal, das ist hier unser momentanes Spitzenduell. Wenn man denn von der Spitze abwärts schaut. So, und jetzt hat man hier oben gerade die Einblendung gesehen, wo Dennis Erner über die Stadtziellinie gefahren ist. Und das, so weit sind die entfernt. Die kommen jetzt gleich erst darüber. Also das sind schon gut, ja, 15 Sekunden. Hier Rückstand haben auf die Führenden oder auf den Führenden. Also der Stefan wird wohl auch alle Hände voll zu tun haben, hier vorbeizukommen. Momentan nicht so aus, als ob er da schneller sein könnte. Und meine Fresse. Ja, so, Robin Frischkopf auf Platz 6. Auch eher ein einsames Rennen. Jan Baskenis battelt sich hier mit Edgar Ostermann. Das könnte eventuell nochmal spannend werden. Edgar ist ja immer für spannende Zweikämpfe gut. Ja, in diesen Positionen hier kann da nicht allzu viel passieren. So, vorbeikommen ist hier eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Oh, ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Prinzenrolle, fällt mir gerade ein. Warum fällt mir das jetzt ein? Das ist nicht. So, und jetzt ist der Abstand auch schon zu groß, als dass man hier in der Blanche immer nochmal angreifen könnte, es sei denn, der Jan macht da irgendwelche Fehlerchen. Upsala. Nee, die macht eher der Edgar. Nee, da passiert nicht so wahnsinnig. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, aber enttäuscht ist übertriebenes Quatsch. Es ist nichts passiert. Es gab keinen Startunfall. Jedenfalls keinen wirklichen. Und aber so die übliche Spannung, die man hier so in den Rennen hat, die ist halt nicht da. Moment.
mit seinem zweiten Lauf, aber das ist auch so ein bisschen streckentypisch. Also Spa ist eine Fahrerstrecke und mit für Sprintrennen eher weniger geeignet. Also das ist so ein bisschen, ja, schwierig zu sagen, aber für so 20-Minuten-Rennen, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Man hat ein Duell, die fahren ewig hintereinander her, weil wenigen Stellen, die es gibt, zu überholen, da muss auch alles passen, damit man da vorbeikommt. Das heißt, man muss sich erstmal ein paar Runden lang sein, na, zurechtlegen. Das ist aber bei 20 Minuten Renndauer mal ein bisschen schlecht. Und ja, noch nicht mal 10 Runden oder gerade mal 10 Runden, die hier gefahren werden. Von daher, so richtig, dass da so einer durchs Feld brettert, das wird man hier in Spa eher weniger erleben. Olaf Ness auf der 9 würde bedeuten, er würde im zweiten Rennen aus der ersten Reihe starten. Fred Donke und Jens Purkott. Jens Purkott fightet hier um die 10. Position, sprich um die Pole des zweiten Laufs. Jetzt ist natürlich, gut, wir haben jetzt noch 4 Minuten zu fahren. Ja, gerade mal 8 Runden hier gefahren werden, wie ich gerade, also. Ja, 9 könnten es werden. Nee. 8. Und noch eine. Das ist die Runde des Führenden, der ist gerade eben erst über Start und Ziel gekommen. Da vorne, also das hier ist momentan das engste Duell auf der Strecke. Alle anderen sind da im Sekundenabstand. Stefan Hauenstein mittlerweile 1 Sekunde zurück hinter Danny Volkert. Also da wird es wohl eher keine Verschiebung in der Position mehr geben. Upsala. Und hier ist der Fehler von Fred Donke. Oh, und Burkhardt kann es nicht nutzen. War wahrscheinlich auch ein bisschen schnell in der Lage. Hat es auch so ein bisschen gedriftet. Somit. Aber er hat jetzt einen sehr, sehr guten Abstand zum Fred. Wenn er jetzt hier gut durchkommt, war auch kein Cut zu sehen. Ja, jetzt ist er richtig dran. Das passt gut. Mann, gib mir die Heckkamera. Und Dunkel versäumt es, auf der inneren Spur zu fahren. Hat aber anscheinend mehr Topspeed. Und macht hier auch, naja, zu, nicht wirklich, aber... Oh! Bleibt vorne. Er bleibt vorne. Na, also bis hierhin kann sich das ziehen. Nur dieser kleine Fehler in der Lasource hat dazu geführt, dass hier bis zum Ende der Camel Straight der Zweikampf völlig offen war. Also auf Platz 14 ist der Andreas Wohlin noch auf 8 Zehntel dran am Jari Stark. Ja, und hier scheint er, also er hat auf den Geraden, hat er definitiv einen Vorteil gegenüber dem Jens. Kommt er immer so auf 1-2 Zehntel, selbst auf den kürzeren Geraden ist hier 1-2 Zehntel davon. Und wenn er sich jetzt hier nicht wieder verbremst, sollte es auch für die Urush und für die Camel Straight reichen für die nächste Runde. Und wir sind höchstwahrscheinlich in der letzten Runde. Wir gehen hier gleich wieder hin, wir schauen nur mal, wo der Führende ist. Genau. Ja, wir haben noch 45 Sekunden.
Das wird er nicht mehr schaffen, hoffe ich jedenfalls. Also da nochmal über Start und Ziel zu kommen, meine ich. So, und was ist hier passiert? Jens Purkott, glaube, da war die Urouge im Weg. Gucken wir uns das im Replay an. Jo, da wollte er zu viel und da geht's ab in die Mauer. Und das war's für die 10. Position. Es fährt momentan auf 15, also da ist er richtig durchgereicht worden. Gehen wir schnell zum Führenden. Der jetzt hier in den dritten Sektor reinfährt. Ich sehe auch gerade, dass der Robin Frischkopf am Stefan Hauenstein vorbei ist. Oh, ja. Ja. Da würde ich mal behaupten, dass der Stefan einen Fehler gemacht haben muss. Oder sich irgendwie mit dem Danny in die Haare gekriegt hat. Nee, in die Haare nicht, weil der. Nö, die Abstände sind eigentlich so mehr oder weniger gleich. Also da muss der Stefan irgendwas gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch an Dennis Erle. Platz 2 geht an Dominik Smoll und da freue ich mich sehr drüber. Und Martin Schmidt wird Dritter. So, und jetzt wird's spannend. Platz 4 für Robin Frischkopf. Da ist auch nichts mehr zu wollen. Und das ist es eigentlich, ja. Er ist jetzt nochmal vor dem Stefan ins Ziel gekommen. Wir gucken gleich nach den Punkten. Platz 6 für Stefan Hauenstein. Platz 7 für Jan Baskenis. Auf der 8 Edgar Ostermann, auf der 9 Olaf Ness und Fred Dunkel wird von der Pole starten. Platz 10 hier im ersten Lauf, Pole Platz im zweiten Lauf. Auf der 11 Andreas Braun, auf der 12 Jari Stark, Platz 13 Andreas Wollin, auf der 14 Arne Bachem, der auch so ein bisschen unter dem geblieben ist, was man in den letzten Rennen von ihm gesehen hat. Auf der 15 Jens Purkott, den Grund haben wir gesehen. 16 Micha Tröscher, der sicherlich sehr enttäuscht sein wird. Platz 17 für Lars Borkowski, 18 Patrick Flüglisthaler, 19 Chris Pircheckert, 20 Silas Flüglisthaler, 21 Micha Bregartner, 22 Ralf Minwegen und 23 Jürgen Heinrich. Wobei der Jürgen ausgefallen ist, wenn mich nicht alles täuscht, oder hat man, ich glaube, wir hatten noch mehr DNF. Nee, ist die einzige. Ich war so ein bisschen erstaunt, was ist mit dem, ach, der fährt tatsächlich noch, der Micha Bregartner. Kommt jetzt hier ins Ziel. Genau, der Ralf Minwegen hatte eine Runde Rückstand, deswegen ist der schon im Ziel. Ja, so sieht das aus. Und da wollen wir mal die Gelegenheit nutzen. Oh, das war doof. Ah, aber gerade so noch geschafft. Ach, irgendwas ist doch immer. Mal vergessen umzuschalten. Aber so, liebe Freunde. Also, wie wird's aussehen? Es wird wie folgt aussehen im zweiten Lauf. Andreas Braun. Nee, das stimmt jetzt hier auf gar keinen Fall. Was ist denn das jetzt für ein beklopptes Ergebnis?
Ja, die möchte ich ersetzen. So, wir sind wieder auf der Strecke und wir werden die Gelegenheit nutzen und uns an die Boxenausfahrt stellen. Da stehen wir. Upsala. So. Fred Dunkel und Olaf Ness werden diesen letzten Wertungslauf in der Wintermeisterschaft, in der GT3 Wintermeisterschaft der Race Day Speed Association anführen. Edgar Ostermann, Jan Baskenes in der zweiten Startreihe, dritte Startreihe, die beiden Meisterschaftskontrahenten Stefan Hauenstein und Robin Frischkopf, Danny Folkert und Martin Schmidt dann in der vierten Startreihe und fünfte Startreihe für Dominik Smoll und Dennis Erner. Das verspricht etwas. Platz 11 geht es dann ganz normal weiter. Andreas Braun auf der 11, Jari Stark 12, Andreas Wollin 13, 14 Arne Bachem, 15 Jens Burkhardt, 16 Micha Dröscher, Lars Borkowski Platz 17, Platz 18 Patrick Flügelsthaler, Platz 19 Chris Pirchegger, 20 Silas Flügelsthaler, 21 Micha Pregartner, 22 Ralf Minwegen und 23 Jürgen Heinrich. So wird die Startaufstellung sein. Wo die Herrschaften alles richtig machen. Ich glaube, die Agnes wollte was sagen. Nee, ich wollte Nicht. nicht sagen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Zählen, aber es sieht nicht wirklich gut Gut aus. aus. Ja. Nee. Genau. Weil, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben momentan der Stefan Hauenstein und Martin Schmidt Punktegleichstand mit 180. Robin Frischkopf wäre momentan bei 196 Punkten. Das heißt, wenn einer von den beiden anderen Platz 1 holen will, ja, weiß ich nicht. Müsste Robin ganz, ganz große Fehler machen, ausfallen und die anderen müssten Erster werden, damit es mal zu einer Moment, 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 Punktegleichheit Moment. kommt. Moment. 180 zu. 196. Ach, das ist ja spannend, da geht es ja gar nicht mehr. Also Ja. der Robin müsste ausfallen, tatsächlich nicht in die Punkte fahren. Dann Ja. gibt es fürs zweite Rennen 16 Punkte für den Rennsieg und dann wären sie punktgleich. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwo, wenn auch nicht geschrieben, eine Regel gibt, wie bei Punktgleichheit verfahren wird. Normalerweise ist es so, dass dann die meisten Rennsiege gezählt werden. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde aber mal vermuten, dass das auch zugunsten von Robin ausgeht. Bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Eieiei. Gut, also der Robin muss eigentlich jetzt nur noch ins Ziel kommen, Ankommen. auf irgendeinem Punkteplatz. Ich Platz 15. Und dann ist alles gut. Ja. Nee, Platz 14. Das habe ich ja noch nie gesehen in der. Also Platz für, dass nur die ersten 14 Punkte bekommen, das habe ich mich hier verzählt. 1, 2, 3, Nein, 4, 5, es sind tatsächlich 6, 14. 7, 8, 9. Ja, das ist ja komisch. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, warum nicht? Es spielt eigentlich keine Rolle. Aber es gibt meines Wissens auch nicht offiziell irgendwo eine Punktevergabe, wo 16 Punkte für den ersten Platz vergeben werden. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Und es hat sich ja bewährt. Also in den vielen Saisons, die hier schon gefahren wurden, ich denke mal, da hat sich an dieser Punktevergabe nicht allzu viel geändert. Das geht schon in Ordnung. Wir haben hier einige Regeln, die es sonst nirgendwo gibt. Zum Beispiel die Strafgewichte für die Meisterschaftsführenden. Also, dass man da noch Kilo bekommt für seine Platzierung in der Meisterschaft, also für die ersten drei Plätze. Das ist halt, ja, erster Platz in der Meisterschaft gibt 20 Kilo, zweiter 15 und dritter Platz 10 Kilo. So, spannend wird das ganze Ding natürlich jetzt auch noch um die Vizemeisterschaft, nämlich mit dem Martin Schmidt. Wenn die beiden jetzt punktgleich sind, gut, da braucht man nicht viel rechnen. Der jetzt im Rennen vorne ist, ist auch Vizemeister. Wo denn der Robin auf einem
Punkteplatz ins Ziel kommt, beziehungsweise ja. Moment mal, dann wären die ja alle drei offen. Wären die alle, wenn der Robin ausfällt, sind drei Leute mit Punktegleichheit, richtig? Nein. Derjenige, der jetzt Platz 1 fährt, kriegt 16 Punkte und zieht mit Robin gleich. Der den zweiten Platz macht, genau, kriegt 14 genau. und hat zwei Punkte weniger. Ja, das war jetzt. Das ist, ja, du bist noch ein bisschen näher dran an der Schulzeit. Mhm. Vielen Dank. Und bevor es losgeht, ich gehe mal kurz Nachschub holen. Mhm. Was? Nachschieben? Ich glaube, das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Genau. Right now. Genau. Wir sind jetzt in der Preparing-Phase, der Race-Before-Phase des zweiten Laufs. So, wieso komme ich nicht auf Platz 1? Da haben wir den Platz 1. Genau. Fred Dunkel startet von Startplatz 1. Das ist natürlich ein Riesending, weil das hat er erst am Montag so gemacht. Auch im zweiten Lauf von der 1 gestartet und das Rennen gewonnen. Im Porsche GT3 Cup. Da sind wir mal gespannt, ob ihm das hier heute auch wieder gelingt. Auf der 2 Olaf Ness, Doc Racing Limited. Das hat nichts damit zu tun, dass die Medizin studiert hätten, sondern das heißt nichts anderes als Troids on Car. Genau. Platz 3 Edgar Ostermann. Auf der 4 Jan Baskenis. Platz 5 für Stefan Hauenstein, der wohl schon ein bisschen Magenkrubbeln haben wird. Robin Frischkopf wird wohl ganz erfrischt in diesen zweiten Lauf gehen. Auf der 7 Danny Volkert. Auf der 8 Martin Schmidt. Platz 9 für Dominik Smoll. Platz 10 Dennis Erner. Platz 11 Andreas Braun. Platz 12 Jari Stark. Platz 13 Andreas Wolin. 14 Arne Bachem. 15 Jens Purkott. 16 Micha Tröscher. 17 Lars Pokowski und die 18 der Patrick Flüchsisthaler, 19 Chris Pirchegger, 20 Silas Flüchsisthaler, Micha Pregatten auf der 21, Ralf Minwegen auf der 22, Jürgen Heinrich auf der 23. So, und bevor wir es vergessen, Andreas Braun gewinnt den Skicup im ersten Lauf vor Jari Stark und Arne Bachem. Das könnte auch nochmal richtig gut nach vorne gehen für den Andi. Werden wir mal schauen. Achso, ja, man müsste natürlich auch einen Block wieder einschalten, wenn man dahin will. Uiuiuiui. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht zu Verwicklungen geführt hat, sondern dass der hier außen fährt, der Edgar Ostermann, aus einem bestimmten Grund da außen fährt oder besser gesagt ohne Grund da außen fährt. Ich weiß nicht, warum er das macht, wenn er keine Not hatte, aber vielleicht musste er wirklich scharf anbremsen, weil da vorne irgendjemand die Geschwindigkeit rausgenommen hat. Auf alle Fälle sind alle noch da, wo sie hingehören. So, da hinten versammelt sich das Feld.
Und auf geht's. Ampeln sind aus und los geht's. Und Fred Dunke kommt richtig gut weg. Olaf Ness verliert 1-2, wahrscheinlich sogar noch einen dritten Platz. Ups. Hört mal hin. Nee, sieht gut aus. Olaf Ness ist Fünfter mittlerweile. Und da wird's eng. Da fahren sie sich in den Pops. Hier die Agnes ist wieder da. Und Fred Dunke hier, ähnlich wie Dennis Erner im ersten Lauf, richtig gut weggekommen. Edgar Ostermann ist auf die 2 vorgefahren. Stefan Hauenstein ist Dritter und sein Kontrahent Robin Frischkopf Vierter. Olaf Ness zurückgefallen bis auf die 5. Damit wird er leben können. Martin Schmidt Sechster. Platz 7 für... Oh, es gibt eine Gelbphase. Es gibt eine Gelbphase. Es muss irgendwo Dollar gecrashed, einen Dollarin Crash gegeben haben, also es wird, ja, das ist sehr, sehr ärgerlich jetzt für den Führenden, weil der super gut weggekommen ist, der Fred. So, wie es aussieht, kann er jetzt wieder, dürfen sie wieder beschleunigen, geht es wieder weiter. Das ist auch so eine Besonderheit hier, das kenne ich auch sonst nirgendwo. Gibt es in der ersten Runde einen Start, also einen Unfall, wird das Feld eingebremst. Also sie sind alle in einem Teamspeak-Channel und der Rennleiter sagt dann, ja, geh, mach mal immer einen Speed raus vorne, führt das Feld zusammen. Allerdings müssen die für Unfalten, wenn sie zurückgefallen sind, auf diesen Platzierungen bleiben, auf die sie zurückgefallen sind. Und ja. Hoppala, hier Fehler von Robin Frischkopf. Ist er noch da? Ja, er ist noch da, hat aber Boden verloren. Also fährt noch auf der 4. Das wird heute ein langer Interviewabend. Laufsieger beider Läufe inklusive G-Cup und natürlich die Meisterschaftsehrung inklusive G-Cup. Wahnsinn. Olaf Ness verliert Plätze. Der hat was angestellt. Massiv sogar. Ja, der ist in der Box. Der gute Olaf. Ne, den wollte ich... Oh, da geht's gerade um Platz 1. Edgar Ostermann, Stefan Hauenstein, beide sind... Na, oh, Mann! Hauenstein rempelt da den Ostermann von der Strecke. Ja gut, er fährt um die Meisterschaft wahrscheinlich. Naja, das entschuldigt das jetzt nicht, aber man kann es zumindest nachvollziehen, dass er jetzt etwas aggressiver unterwegs ist. Fred Dunke auf Platz 2. Aber Frischkopf auch Dritter. An seiner Stelle würde ich die zwei hinter ihm... Oh, ich glaube, da hat sich gerade jemand... Der Dennis Erner, war der jetzt im Dreck oder war er nicht im Dreck? Wir gehen nochmal ins Replay. Ich glaube, der ist da ein bisschen unter einem kleinen Ausflug. Ja, er war im Dreck, aber konnte die Situation retten. Mein Gott, hat er ein Glück gehabt. So, wir gehen wieder live. Martin Schmidt,
Fürther. Ja, der Pulk ist natürlich jetzt hier dicht beieinander. Der Robin hält den Martin wahrscheinlich ein bisschen auf mit seinem Gewicht, obwohl der Martin hat auch so wenig Zusatzgewicht auch nicht. Auenstein fährt erstmal eine schnellste Rennrunde, das ist nicht so schwierig in der zweiten Runde. Auch noch zwei Sekunden, nur zwei Sekunden unter der aus dem ersten Lauf, aber das ist auch normal, weil hier jetzt mit deutlich mehr Sprit gefahren wird. Jo! Robin Frischkopf, das war wahrscheinlich kein gewollter Cut, war einer, aber da muss er wohl irgendwie weg. So, und jetzt wird er hier in die Zange genommen. Frischkopf auf Platz 2 jetzt vorgefahren. Jetzt ist er, und er bleibt auf. Zieht er rum. Oh, Wahnsinn! Frischkopf bleibt vorne, ist auf Platz 2. Die beiden Meisterschaftsführenden, zumindest für den Moment, auf 1 und 2. Und wenn der Herr Schmidt hier nicht Zünglein an der Waage spielen will, dann sollte er hier ganz, ganz vorsichtig zu Werke gehen. Ja, was ein Wahnsinn, was die hier gerade fahren. Auch der Dennis Erner ist vorgekommen, ist jetzt dran an Schmidt. Und der ist richtig dran. Mit hier mit einer nicht so ganz günstigen Linie eben durch die letzten beiden Kurven. Das verschafft Frischkopf ganz klein wenig Luft. Zumindest so viel, dass Schmidt mehr in den Rückspiegel als nach vorne schauen muss. Oh, zu spät eingelenkt. Oh, da geht es ziemlich weit raus. Aber auch Schmidt nicht wirklich perfekt. So, Auenstein, neue schnellste Rennrunde, 2:19:045. Schmidt versucht es hier außen rum. Natürlich schön, wenn man das hier aus dieser Perspektive beobachten kann. Er wollte jetzt hier nicht wirklich überholen, oder? Na ja, gut, Quittung bekommt er jetzt. Höchstwahrscheinlich geht Erner jetzt an ihm vorbei. Im Schatten ist er schon. Jo. Ja, er bremst aber ab. Es geht da nichts. So, und dahinter haben wir auch nochmal einen richtig netten Pulk, nämlich mit Jan Baskenis, Danny Volkert, Fred Dunkel, Dominik Smoll. Ja, Smoll geht jetzt hier gerade vorbei. Also der Fred fühlt sich scheinbar hier nicht so ganz so wohl in dem Auto. Also das, was wir von ihm am Montag gesehen haben, war deutlich überlegener. Das aus. Schauen wir mal. Wow. Aber alles noch in der Reihenfolge geblieben. Gucken wir mal wieder zu Martin Schmidt vor, der hier den Robin Frischkopf nach wie vor bedrängt.
frag mich ernsthaft, was das soll. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn Frischkopf schlau ist, geht er jetzt vom Gas und lässt den fahren. Nee. Rühren sich nochmal. Die Lichthupe war mehr als zurecht. Aber Martin Schmidt ist jetzt trotzdem vorbei. Er ist erstmal vorbei, genau. Das ist extrem unfair. Er kann nicht 200 in der Anbremsphase noch die Spur wechseln. Also ich weiß nicht, was der Junge sich denkt. Ich glaube, jetzt langsam ist auch irgendwie... Also an Robins Stelle würde ich wirklich Gas rausnehmen, würde die Chaoten fahren lassen und einfach nur einen sicheren Platz nach Hause fahren. Aber dazu ist er zu sehr Racer, als dass er das so einfach könnte. So, und jetzt ist der Dennis hier dran am Robin Frischkopf. Dennis Erner und versucht da jetzt irgendwie vorbeizukommen. Stefan Hauenstein hat hier einen sehr, sehr guten Vorsprung, 4 Sekunden. Also er macht alles, was er tun kann in diesem zweiten Lauf. Zumindest alles richtig. Mehr geht nicht, als das anzuführen. Nur momentan ist es nach wie vor so, dass... Ich denke mal, dass Robin Frischkopf jetzt hier... Mann, Robin, du riskierst hier echt deine Meisterschaft. Jo, das Wahnsinn. Ist dann das Ergebnis. Ja, absoluter Hammer. Robin verliert jetzt noch einen Platz und ich glaube, das ist der größte Gefallen, den Dennis ihm tun konnte, da noch vorbeizukommen, dass der erstmal von dem Schmidt wegkommt und so ein bisschen das Messer zwischen Zehen rausnehmen kann. Gut, schauen wir mal hier ein Stück weiter hinter, weil hier brennt es nach wie vor genauso. Jan Baskenis, Danny Volkert, Dominik Smoll. Das sind so die Namen der letzten Jahre, die hier die Meisterschaften dominiert haben, neben denen die auch jetzt dominieren, nämlich zum Beispiel Robin Frischkopf. Das sind wirklich richtig hammerharte Jungs. Und die zeigen hier in diesem letzten Wertungslauf wirklich nochmal, was sie drauf haben. Wunderbar zu sehen. Man mag hier gar nicht aus dem Cockpit weggehen. Sehr, sehr riskant. Dennis Erner ist mittlerweile an Martin Schmidt vorbei. Dominik Smoll gerade eben an Danny Volkert. Dann Danny Volkert wieder vorne. Jetzt wieder Dominik Smoll vorne. Das ist das, was wir hier sehen. Hammerhart. Außenrum. Ist aber einfach mal der weitere Weg. Aber jetzt zu zweit auf die Eau-Rouge zu. Das geht nicht gut. Einer muss zurückstecken. Das tut er auch.
Boah, beide hier mit dem wilden Cut. Wow! Boah. Leute, Leute, Leute. Das kostet natürlich Geschwindigkeit und höchstwahrscheinlich eine Platzierung. Und so sieht's aus. Arne Bachem geht vorbei und ist jetzt wieder da, wo man ihn eigentlich auch im ersten Lauf eher erwartet hätte. Nämlich auf Position 7. Auch durchaus schon mal ein Stück weiter nach vorne. Hinten sind leider doch der Micha Tröscher. Der Micha Tröscher macht hier auch Alarm. Naja, das sind jetzt aber schon ein bisschen mehr, als mir gerade eben angezeigt wurde. Hier auf der Verfolgung von Jari Stark. Das dürfte jetzt kein großes Problem werden für den Micha, so gut wie der hier unterwegs ist. Irgendwann wird er den knacken, aber momentan ist es noch zu weit weg. Und wir haben vorne zu viele enge Fights. Und auch der Chris Pirchegger, den wollen wir noch mal eben kurz zeigen. Der kommt auch nur sehr selten mal ins Bild. Ist hier dran am Patrick Flügelsthaler, der auch extrem abgebaut hat, der Patrick, finde ich, in den letzten Läufen. Also in den ersten Rennen dieser Saison hat er noch gut Punkte geliefert fürs Team. Er hat ja mit dem Robin zusammen in einem Team. Jetzt in den letzten Läufen war es nicht mehr ganz so erfolgreich. So, gehen wir mal wieder zum Dominik Smoll. So, und Robin Frischkopf ist auch wieder vorbei an Martin Schmidt. Aber und nicht nur der, Dennis Erner ist auch vorbei. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt. Das hat er vorhin, okay. Ja, ja. Ja, Dennis, der hatte erst den Robin überholt, kurz drauf den Martin. Aber da war dann halt schon so anderthalb, zwei Sekunden. Und jetzt haben wir natürlich der Robin den Martin Schmidt da wieder im Rückspiegel. Schön, dass man hier keinen Rückspiegel sieht. Gehen wir es mal so. Genau. Herr Schmidt hat hier definitiv mehr. Geht jetzt nach außen. Das dürfte aber nichts werden, weil der Anbremspunkt müsste jetzt schon langsam kommen. Das war ausnahmsweise mal sauber. Sorry, wenn ich da so voreingenommen moderiere, aber jemand, der in der Anbremszone die Spur wechselt, da habe ich kein Verständnis für. So, und das hat sich jetzt auch schon wieder erledigt. Robin Frischkopf, oh, na, erledigt hat sich's noch nicht. Robin Frischkopf fährt scheinbar deutlich mehr Flügel. Ja, das kann man hier sehr, sehr gut sehen, weil hier kommt es wirklich auf den Abtrieb an. Und hier in dieser Passage kann er den Martin Schmidt sehr, sehr gut hinter sich halten. Jetzt werden wir wahrscheinlich rundenlang das gleiche Spiel sehen. Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit, noch knapp eine Minute. Und dann werden auch die ersten Boxenstopps beginnen. Jürgen Heinrich war, glaube ich, schon drin. Dominik Smoll ebenfalls. Richtig, genau. Und der Jens Burkhardt ist gerade in der Box. Der ist dort nichts, sondern der steht da jetzt. So, diesmal wird es wohl nicht so, oder? Naja doch, also er hat da schon, nee, es reicht nicht, es reicht nicht. Also die Upsa. Nerven hätte ich gern. Ja, also die muss man wirklich haben, alle beide.
kann hier wirklich sehr, sehr gut sehen, wie Robin Frischkopf in den Kurven hier einen kleinen Vorteil hat. Jetzt hat er jetzt da oben eingangs einen kleinen Fehler gemacht, hat einen Wackler drin gehabt. Deswegen Martin Schmidt wieder dran. Und das, der Wahnsinn ist ja, wer den Robin schon ein bisschen kennt, der weiß, der hat ja da wirklich Nerven aus Drahtseilen. Also das ist wirklich, oder besser gesagt, Nerven aus Draht oder Nerven wie Drahtseile. Jetzt haben wir es dann richtig formuliert. Also der kann auch unter höchstem Druck absolut präzise fahren. So ein Fehler, den er da gemacht hat, das hat mit Sicherheit nichts zu tun gehabt, dass er irgendwie einen Kontrahenten hinter sich hatte. So, gehen wir mal weiter, gucken wieder. Rück nach hinten. Danny Volkert, der, ich denke mal, der wartet jetzt ab. Also sehr viel schneller wird er nicht fahren können als die beiden. Und genauso Jan Baskienis. Also das könnten so die lachenden Dritten sein. So, Arne Bachen auf der 7. Hier hinten hat sich das jetzt so ein bisschen auseinander vermüsert. Wahrscheinlich durch die Boxenstopps. Dominik Smoll war in der Box. Jens Purkott ist auf 15 wieder rausgekommen. So, und jetzt ist Dennis Erner in der Box und auch Stefan Hauenstein. Arg früh, Leute, arg früh. Hoffentlich geht das gut. Wenn man in Führung liegt oder so deutlich in Führung liegt wie der Stefan, da würde ich zumindest mal vermuten, dass es eher Sinn machen würde, länger draußen zu bleiben. Weil er hatte ja auch einen guten Vorsprung. Oh, da stehen die Herrschaften. Haben wir den Stefan. Gucken wir mal auf die Zeit. 10 Sekunden. Oh, das ist aber ganz schön lange. Ich glaube, so um die 10 Sekunden stehen die, wenn sie nur nachtanken. Aber könnte natürlich damit zu tun haben, dass er ein paar Liter mehr tanken musste. So, jetzt nicht an der Boxenmauer hängen bleiben. Ja, alles ist gut. Und er kommt wieder raus auf Platz 6. Das ist natürlich ziemlich gut. Der ganze Pulk da hinter ihm. Da muss er, die sind halt nicht vorbeigekommen. So, und Robin Frischkopf führt das Rennen an. Danny Volkert und Jan Baskienis. Arne Bache momentan Viert, aber die waren ja halt alle noch nicht drin. Fünfter Platzierte ist der Fred Dohnke, der war auch noch nicht in der Box. Und Stefan Hauenstein ist vorne, ist 5 Sekunden vor Martin Schmidt. 6 Sekunden. Das sollte eigentlich passen. Wenn, dass der Robin jetzt hier irgendwie, der war ja in etwa in der Nähe von Martin Schmidt, da jetzt 4,5-5 Sekunden rausfährt, das glaube ich nicht. Arne Bachem fährt die schnellste Rennrunde mit 2:18.291. Ah, Moment. Wer hat denn im ersten Rennen die schnellste Rennrunde gefahren? Warte mal, das weiß ich. Notiert. Nee, habe ich nicht. Bestlap, Dennis Erner 2:17.07. Stefan Hauenstein. Oha. 2:19. Robin Frischkopf. Nee, also gut. Da brauchen wir uns, weil für im ersten Rennen gibt es ja noch Punkt für die schnellste Rennrunde. Aber damit haben beide Meisterschaftskandidaten nichts zu tun. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte ich eigentlich zurück. Arne Bachem jetzt Zweiter.
Das Ranking ist jetzt absolut unwesentlich. Das ist der eigentlich Führende. Stefan Hauenstein. Der Meisterschaftsführende führt auch momentan im Rennen, muss aber nochmal in die Box und ist augenblicklich, kommen wir mal, 32 Sekunden vor Stefan Hauenstein. Das wird definitiv nicht reichen, weil die Boxen-Ein- und Ausfahrt, die Boxengasse ist extrem lang hier. Allein das sind schon 25 Sekunden mindestens, die man braucht, um die Box zu durchfahren. Und der Robin ist gerade in der Boxengasse. Dann ist er jetzt schon in die Box gekommen, genau. Und dann können wir jetzt hier auch bleiben. Dann sind wir jetzt nämlich genau richtig. Und dann sehen wir, wann oder mit wie viel Vorsprung der Stefan Hauenstein seine Führung wieder übernehmen wird. Allerdings darf man nicht vergessen, der Robin fährt schon. Hä? Er kommt jetzt erst zum Stehen. Ja gut, dann ist es überhaupt kein Thema. Dann geht er aber sowas von lockerflockig vorbei. Noch ist er nicht vorbei. Er muss noch um die Ecke rum. Ja, eine Sekunde schneller. Boxenstopp. Stefan Hauenstein ist jetzt vorbei. Hat natürlich jetzt auch deutlich mehr Speed auf der Camel Straight. Weil der Robin muss ja hier erst beschleunigen. Und der Robin kommt auch deutlich vor. Nee, Martin Schmidt geht vor. Nee, wir essen jetzt vor. Ja, Martin Schmidt geht vorbei. Also hat ihm nicht so wahnsinnig viel gebracht, draußen zu bleiben. Das ist das große Leiden hier in Spa. Ist man ein bisschen knapp mit der Zeit, macht beim Boxenstopp alles richtig. Der Kontrahent hat halt aufgrund dessen, dass er mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf die lange Gerade rauskommt aus der Rouge, natürlich dann so einen enormen Geschwindigkeitsunterschied, dass er hier nochmal gut 2 Sekunden gut machen kann. Wenn er dann wirklich dicht dran ist, dann kommt er auch gut vorbei. Aber ich denke mal, der Robin kann damit leben, mit einem vierten Platz. Eigentlich ist es der dritte, weil momentan führt noch immer noch der Arne Bachem. Der allerdings noch keinen Boxenstopp gemacht hat. Richtig, den macht er jetzt. Bin mal sehr gespannt, wo er rauskommt. Der Robin hatte vorhin 33 Sekunden Vorsprung auf den Stefan, das hat nicht gereicht. Und der Arne hatte jetzt 28 Sekunden. Nochmal 5 Sekunden weniger. Aber es wird wieder so ungefähr der 5., 6. Platz werden. 6., 7. Platz werden, der immer wieder rauskommt. Obwohl, nee, es könnte sogar Platz 9 werden. Nee, er ist ja jetzt schon durch die Box gefahren. Aber er steht sehr lange, wie ich sehe. 11, 12, ach Arne, das ist jetzt Mist gemacht. 16 Sekunden, das sind mal locker 6 Sekunden mehr, nee, 5 Sekunden mehr, als der Robin gestanden hat. So, und die Führung geht jetzt an ihm vorbei. So, der Jan Paskenis geht auch noch vorbei und jetzt kommt es drauf an, Danny Volkert. Der kommt jetzt hier aus der Rouge, der wird auch vorbeigehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wird ihn kriegen. Oder? Nee, das ist die falsche Richtung. Hier müssen wir hingucken. Nee, er kriegt den nicht mehr. Eieieiei. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da hat er sich gerettet, der Arne. Und hat tatsächlich eine Position gut gemacht. Bevor die alle in die Box gegangen sind, war er auf Platz 7. Also,
Er ist nicht nur schneller geworden im Lauf, deutlich schneller geworden im Lauf dieser Saison. Er hat auch strategisch ein bisschen was dazu gelernt. Und wenn er sich jetzt hier beim Boxenstopp nicht vertan hätte, ich weiß nicht, warum er so lange gebraucht hätte, das waren gut 5 Sekunden, dann wäre er, naja, noch nicht vorbei am Jan Baskenis, aber ganz dicht dran. Weil das ist ungefähr so, ja, 6,7 Sekunden hat er Rückstand. Bis auf eine Sekunde, anderthalb Sekunden wäre er dran. Naja, gut, gut. So, jetzt haben wir noch 9 Minuten, etwas über 9 Minuten zu fahren. Stefan Hauenstein führt das Ganze an mit 7 Sekunden. Wenn er sich das jetzt noch aus der Hand nehmen lässt, dann ist er zu Recht nur Zweiter. Martin Schmidt auf Platz 2 ist, ja, es nützt nichts. Er kann jetzt eigentlich ins Ziel kommen, wo er will. Wenn der Stefan gewinnt, wird er nur Dritter. Ja, was Robin Frischkopf jetzt hier macht, das wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau. Momentan waren sie ziemlich identische Rundenzeiten, der Martin, der Robin. Auch der Dominik Smoll dahinter fährt in dieser Range. Auch der Jan Baskenis. Die Volker, die fahren alle mittlere 2.18er Zeiten. Mittlere bis niedrige. So, gucken wir mal, ob es noch irgendwo knappe, ja, bei Dominik Smoll, das ist das Knappste, was wir hier momentan haben. Gehen wir mal hin. Er ist da am Robin Frischkopf dran, also die drei hier, das ist so mehr oder weniger das, was hier noch spannend ist. Aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen Spa-typisch, dass man hier über 20 oder gar 40 Minuten überall, wie wir das, was weiß ich, vom Norrisring, Kengendorf und anderen Strecken gekannt haben, sehen haben. Hier ständig closed, fightsam, dem ist definitiv hier in Spa gar nicht möglich. Edgar Ostermann und Olaf Ness sind ausgefallen. Jan Baskenis und Dominik Smoll fahren gerade ihre persönlichen Bestzeiten. Arne Bachem auch. Ja, das ist hier, das hat eine andere Spannung, als wir das uns, wenn es so ganz eng zur Sache geht. Also, das ist einfach, ja, Spa. Es ist einfach Spa. Nehmt so hin, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Das ist... Micha Tröscher fährt die schnellste Rennrunde. Mit 2:17.680. Ja, hammerhart. Ups, dahinter geht's hier etwas zur Sache. Halt, da müssen wir hin. Jan Baskenis und Arne Bachem. Ups, wo ist der Jan hin?
Ah, da. So habe ich da den. Hä? Ach, da fährt noch einer dazwischen. Ah! Ja, hä? Blick's gerade nicht. Gut. Irgendwo ist hier ein Überrundeter dazwischen. Der Arne Bach im auf Platz 6 hinter Wermbas Genes ist. 5 Sekunden zurück. R6. So, 4 Minuten haben wir noch. Und Stefan Hauenstein kommt jetzt nochmal über Start und Ziel. Beginnt bei 4 Minuten 4 die Runde. Ja, das ist die vorletzte. Also er wird dann in der nächsten Runde nicht, wird die Rennzeit abgelaufen sein, das wird er nicht nochmal schaffen. Ich denke mal, da ist er auch gar nicht so böse drum, weil sein Vorsprung ist mehr als ausreichend. 5 Sekunden, sowas in der Richtung. Das kann er jetzt komfortabel verwalten. Und Arne Bachem ist auch dabei, den Meisterschaftssieg im G-Cup einzufahren. Er ist momentan auf Platz 6. Das kann ihm, glaube ich, keiner mehr nehmen. Nein, also Jens Erner ist heute auch gar nicht dabei. Der hätte noch die Möglichkeit gehabt, da was abzuknapsen. Aber da waren 13 Punkte Unterschied. Aber der konnte heute nicht fahren. Von daher musste der Arne eigentlich nur da sein. Oder eigentlich auch nicht. Weil der Micha Tröscher auf Platz 3 mit 73 Punkten hätte keine Chance gehabt, bei Siegen irgendwas zu machen. So, haben wir unseren Zweitplatzierten in der Meisterschaft. Bisher ist es so. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass das so bleibt. Martin Schmidt auf der zweiten Position. Und ja, Robin Frischkopf Dritter. Ich denke mal, der Robin ist routiniert genug, dass er hier in dieser letzten Runde keinen Blödsinn mehr macht. Es sei denn, der Dominik will da hinten noch mal ein bisschen viel. Der kommt nämlich jetzt hier ins Gehege mit dem Jan Baskenes. Der ist da richtig dran. Mann, ey, gib mir die richtige Kamera. Oh. Das ist jetzt mehr als optimistisch. Das war jetzt so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Mal so im Rückspiegel zeigen, ey, ich bin da dran. Hoppala! Und da kommt der Curb und dann kann er das Auto zwar noch abfangen, aber für diese Runde war es das, da fährt er nicht mehr ran. Das kann er knicken. Keine Chance, wir gehen vor zu Stefan, der hier noch knapp eine halbe Runde hat.
So. Letzten Meter, das letzte Mal Blanchiment. Letzten Meter in dieser Meisterschaft, in der er wirklich richtig gut gefahren ist. Leider nicht ganz so gut wie der Meisterschafts. Ja, herzlichen Glückwunsch hier an Stefan Hauenstein für den Sieg in diesem zweiten Lauf. Platz 2 für Martin Schmidt und auf Platz 3 kommt der erneute Champion der Saison. Nee, der erneute Champion der einer Wintersaison ins Ziel, nämlich Robin Frischkopf. Dominik Smoll wird Vierter und die Jungs fahren jetzt hier eine schöne Ehrenrunde. Das ist echt geil zu sehen. Jan Baskin ist Fünfter. Wir bleiben hier auf dieser Gruppe. Sechster Arne Bachem, Siebter Danny Volkert, Achter Jens Burkhardt, Fred Dohnke wird Neunter, Andreas Braun Zehnter, Dennis Erner Elfter, Zwölfter Andreas Wollin. Müssen eine kleine Pause machen. Naja, müssen wir eigentlich nicht, die Abstände sind groß genug. Micha Tröschner wird 13. 14. Micha Pregartner, 15. Jari Stark, 16. Chris Pirchecker, 17. Patrick Flüglisthaler, 18. Lars Pokowski, 19. Jürgen Heinrich, da unten laufen die Ergebnisse auch nochmal durch. 20. Silas Flüglisthaler, 21. Ralf Minwegen, Edgar Ostermann und Olaf Ness auf Platz 22 und 23 vorzeitig ausgefallen. Ausgefallen, man kann nicht vorzeitig ausfallen. Wenn ausgefallen ist, ist es immer vorzeitig. So, sehr schön hier zu sehen. Die fahren alle so ein bisschen um den Robin rum. Geile Geschichte. Robin Frischkopf, erneut Champion der Race Day Speed Association Wintermeisterschaft 2013-2014, in der Saison 2013-2014. Nicht, dass ihr jetzt denkt, die hätten mehrere Meisterschaften gefahren. Nein, er ist in den letzten 4 Jahren, da weiß ich es, in den letzten 4 Saisons Meister geworden. Also das ist ziemlich großartig. Ich bin mal gespannt, ob es in der nächsten Wintersaison jemanden gibt, der ihm einen Erfolg reitig macht. Kommen wir noch ganz kurz zum G-Cup. Da können wir auch gratulieren dem Arne Bachem, der hier nicht nur den Lauf gewinnt, sondern auch die Meisterschaft. Auf Platz 2 hier im Lauf Andreas Braun, auf 3 der Micha Tröscher. Wenn ich das hier richtig sehe, wenn da nicht noch irgendeiner dazwischen gefahren ist, der kein G hier hinterm Namen trägt. Aber die Agnes bestätigt mir das, also gehe ich mal davon aus, dass das auch so ist. Also ziemlich großartig, diese Geschichte. Tolle Bilder hier, tolle Ehrenrunde von den Jungs. So gefällt das. Ja, jetzt haben wir schon den ganzen Pulk beieinander. Dann gehen wir mal noch zum führenden, zum Meisterschaftsgewinner des G-Cups. Arne Bachem ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Fahrer der Saison. Man kann ja nicht sagen Rookie of the Year, weil der ist ja schon Ewigkeiten dabei. Ich glaube, von Anfang an, seitdem es die RSA gibt. Nichtsdestotrotz, auf alle Fälle Fahrer dieser Saison, weil mit der größten Leistungssteigerung zu dem, was er vorher gezeigt hat. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz vor zum führenden Laufs. Und oh, da haben wir ein schönes. Ja, wie geil. Oh Mann! Hier haben wir die
Ja, das sind auch die Meisterschafts. Platzierung ganz klar, das haben sie natürlich so getimt, das ist ersichtlich. Robin Frischkopf gewinnt die Meisterschaft vor Stefan Hauenstein und Martin Schmidt. Ja, Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Und weg sind sie. Ha! Super. Super Sache. Also, das Finale. Spa hat wieder mal alle Erwartungen erfüllt. Es war spannend bis zum Schluss. Und ich denke mal, in unserer Kommentatorenkabine bzw. in unserem nebenan eingerichteten Pressezentrum wird es gleich sehr, sehr voll. Ja, es füllt sich schon so langsam. Mhm. Ich kann es leider noch nicht sehen, weil ich hier noch drauf warte, dass ich hier den Server beenden kann. So. Dann holen wir uns da mal den Teamspeak hier hoch, damit wir auch sehen, wer hier überhaupt... Ach, sind ja alle da. Es sind ja alle da, fast alle. Hier mal... Ganz, ganz großartig. Natürlich jetzt noch schön. Hier noch das aktuelle Ergebnis. Ja, ich glaube schon. Ansonsten holen wir uns erstmal das Ergebnis vom Lauf. 1. Jens, bist du da? Ja. Mein Lieber, ich würde hier aus nicht nur aus anatomischen Gründen durch dich bitten, die Meisterschaftssiegerehrung, dass du die Interviews machst. Wäre dir das recht? Klar doch. Ja. Dann würde ich jetzt die Laufsieger ohne Meisterschaftsweise auf die, wer hier Meister geworden sein könnte, will ich hier nichts hören von. Ja, wird natürlich ein bisschen schwierig. Das ist, dürfte die Herausforderung dieser Moderation werden. Ja, was soll ich sagen? Spa, tolle Rennstrecke. Natürlich mit der Spezifika, dass es nicht ganz so eng zugehen kann, wie im Laufe des Streams schon mal erwähnt, auf Norrisring oder auf anderen kurzen Rennstrecken. Das ist halt eine Langstrecken-Rennstrecke. Von daher musste man jetzt hier nicht zwingend erwarten, dass es permanent total eng zwischen 5, 6, 7 Autos zugeht. Nichtsdestotrotz haben wir tolle Zweikämpfe gesehen. Und bis auf den kleinen Ausrutscher zu Beginn des zweiten Rennens eigentlich auch sehr, ja, ein sehr schönes Rennen, also ohne nennenswerte Vorkommnisse. Martin, eigentlich das einzige Vorkommnis, aber das erwähne ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz, ich meine, du bist heute hier angetreten, du hast tatsächlich mit dem Stefan zusammen noch mehr oder weniger theoretische Chance gehabt, die Meisterschaft für dich zu entscheiden. Da hätte aber schon viel zusammenspielen müssen. Nichtsdestotrotz ging es definitiv bei dir um die Vizemeisterschaft. Und jetzt hat es nicht ganz gereicht. Wir wollen aber nicht so wirklich auf die Meisterschaft eingehen, sondern auf diesen ersten Lauf. Da war es ja vorne, zumindest am Anfang, noch verdammt eng. Dann hatte sich das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, aufgeteilt. Der Dennis ist da vorne entschwunden. Erzähl mal so ein bisschen von deinem ersten Rennen. Ja, also ich hatte einen Bombenstart. Ich bin gleich von 5 auf 2. Hab gleich noch in La Source eine kleine mitgekriegt. Ich weiß jetzt nicht von wem, war auch nicht wirklich schlimm. Karre ging noch und dann konnte ich hier der Dennis war weg, das wusste ich von Anfang an, dass ich den nicht halten werden kann. Und dann hat der Dom Druck gemacht, dann hätte ich mich in der dritten Runde fast komplett abgeschossen in der Eau Rouge mit Dennis, mit Dom auf irgendwie 13. dran oder so. Und dann in der Folge aus dem ist er dann Ende hier, was ist das, Camel Straight, glaube ich, ist er mir da an mir vorbeigekommen und das war's halt dann. Ich konnte zwar den Speed so einigermaßen gehen, ein paar Runden, weil wahrscheinlich der Dom auch ein paar Fehler gemacht hat, aber dann war's vorbei. Und dann war ich nur noch drauf bedacht,
die Kiste auf der Strecke zu halten und nicht noch von Stefan respektive dann Danny noch überholt zu werden. Ja. Was? Moment, ich hab's Mikrofon hochgeklappt. Ich quatsch und quatsch hier. genau. Nichtsdestotrotz, ein dritter Platz war. Du warst vor Stefan im Ziel. Und, drei Plätze vor ihm, glaube ich, ja. Ja, drei sogar, genau. Drei. Und ja, Stefan ist Sechster geworden, du warst Dritter. Ja, das ist natürlich so eine Geschichte. Da sah die Welt noch rosig aus. Komm mal ganz kurz bei dir zu Lauf 2. Immer. Boah, also Lauf 2 war mal wieder richtig, richtig, richtig heftig. Von 7 oder 8 bin ich los, ich glaube von 8, ja. Und bin dann gleich relativ weit nach vorne gekommen eigentlich. Mich hat es da so ein bisschen durchgespült. Vor allem nach der Gelbphase hat mich der Olaf netterweise durchgelassen, mich und den Dennis, weil er, er dachte, da ging es noch wirklich um die Meisterschaft. Nochmal danke dafür, ne, Olaf. Und dann bin ich auf diese Vierergruppe da aufgelaufen. Also ich glaube Fred, Donke, Edgar, Robin und Howie. Der Edgar hat sich dann, beziehungsweise der Fred wurde dann so nach und nach durchgereicht und der Edgar hat sich dann verabschiedet. Und da wäre ich fast mit flöten gegangen, der hat mich um ein Haar nicht erwischt. Und dann hatte ich einen ewig langen Fight mit Robin. Also wir sind, ich glaube, von den 16 Runden, die wir gefahren sind, mit Sicherheit 6 oder 7 Mal nebeneinander durch diese Schikane nach Eau Rouge. Und wir haben es geschafft ohne Berührung, nebenbei gesagt. Und dann nach dem Boxenstopp hat sich alles so ein bisschen entzerrt. Ich konnte zwar den Speed vom Howie gehen, aber zum Ranfahren hat es nicht mehr gereicht. Und jetzt warte ich halt auf die Auswertung, weil wenn der 3 Plätze hinter mir war, dann könnte es vielleicht noch gereicht haben. Ja. Ja gut. Gut, da ist halt der einzige Kritikpunkt, den ich auch wirklich erwähnen will, weil da habe ich mich sehr drüber geärgert. Martin, wie kann man denn in der Anbremszone die Spur wechseln? Ja, da habe ich mich viel zu spät entschieden, da auch nochmal ein dickes, fettes Sorry an Robin, die Lichthupe war auf jeden Fall gerechtfertigt. Also das ist das Minimum, ja. Normalerweise, also im realen Rennen hättest du sofort die schwarze Flagge gekriegt für das Manöver. Ja, das war das absolut, war wirklich, ja. Also, von vor, daher, ja, ja, von daher, also ich habe auch im Stream ziemlich deutlich darauf reagiert, also weil das war wirklich grenzwertig, aber nichtsdestotrotz, du bist verdient hier auf der Position. Schauen wir mal, der Jens wird sicherlich da auch noch ein paar Worte für dich finden. Komm ja, mal. Wir hatten darüber schon das eine oder andere Gespräch über die Fahrweise. Ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, wo ich mich am meisten drüber freue heute, was die Laufsiege betrifft, nämlich den Dominik. Dominik, wie lange ist das her, dass wir uns hier im Interview hatten? Ja, ein halbes Jahr. Na, mindestens. Also ich ich hätte jetzt drauf gewettet, dass dieser Saison gar nicht passiert ist. Na, ich war doch im Nürburgring, aber ich glaube, da hast du nicht kommentiert. Ja, das meine ich. genau. Dann war es die letzte Saison. Martin, sag ich. Dominik, trotzdem, gerade deswegen, ganz herzliche Glückwünsche zu diesem zweiten Platz. Es hat sich im Training so ein bisschen abgezeichnet. Du warst ja auch Trainingsmeister. Und naja, ich sag mal so, es hätte ja fast auch im Quali gereicht. Der Dennis hat dir da nur noch ein paar Zehntel abgeknapst. Aber erzähl mal so ein bisschen von deinem Rennen. Ich bin gar nicht schlimm, dass er Erster ist und nicht Zweiter. Also das hat alles wunderbar geklappt an dem Wochenende. Platz 2 und 4, super zufrieden. Ja, erstes Rennen, da ist mir auch direkt weggefahren, der Dennis. Zum Glück konnte ich den Martin noch schnell kassieren. Aber dann ja, bin ich mein eigenes Rennen gefahren. Im zweiten Rennen, früher Stopp, hat sich gelohnt. Habe, glaube ich, 5 Leute überholt dadurch. Mhm. Und 2 der Runden mehr, da hätte ich vielleicht noch an Robin rangekonnt. Aber so hat es zu Platz 4 gereicht, wunderbar. Ja, großartige Sache. Gut, jetzt habe ich natürlich jetzt hier ein Bild gekriegt, das kann ich jetzt nicht mehr zeigen im Stream. Aber schade, schade, hätte ich schon ganz gern gehabt, aber gut. Dominik, nichtsdestotrotz, ist das jetzt so ein bisschen die Kehrtwende? Wird es nächste Saison wieder ein bisschen besser? Ja, schade, dass es der Ende des Ende ist, nicht der Anfang. Ja, ne? Kann man mal schauen, mal gucken, was kommt. Woran hat es gelegen? Also ich meine, du warst regelmäßig auf dem Podest und jetzt lief überhaupt nichts mehr so richtig.
Ja, und Quali und Training war immer super, aber die Umsetzung, da hat es dann gehapert. Ah, okay. Alles klar. Gut, schauen wir mal, wie es. Fährst du in der Sommermeisterschaft mit? Ja. Ja, na, gucken wir mal, wie es da läuft. Und ja. Dennis, mein Lieber. Das war, ich glaube, da brauchen wir nicht so wahnsinnig großes Interview führen. Da sagen wir ganz simpel: Glückwunsch zum Laufsieg. In der Meisterschaft konntest du eh nicht mehr allzu viel rütteln. Und es war ein Start-Zielsieg. Da gab es nicht viel zu machen, oder? Ja, kann man so sagen. Auto lief top. Ja, die R2, der Dominik und der Martin, die haben sich ja hinter mir auch ein bisschen gezankt, sage ich mal. Und so konnte ich ja ein bisschen wegfahren und hinterher konnte ich dann halt verwalten. Ja. Na gut, du hattest aber auch schon einen Bombenstart, hattest schon nach der Eau Rouge 1,5 Sekunden Vorsprung. Und ja, das ist ja, also klare Sache eigentlich. Ich meine, du warst auch im Quali ganz vorne. Also, denk mal, für dich war das hier, zumindest für diesen ersten Lauf, eine klare Geschichte. Also, und das hast du ja auch gut erfüllt. Ja, der zweite Lauf war umso beschissener, aber ist ja auch egal. Ja, gut. Das müssen wir heute auf die Kommentare müssen wir heute so ein bisschen vom zweiten Lauf das ganz so ausführlich. Ich meine, wo bist du überhaupt gelandet? Ach, Herr Jemini, auf Platz Elf, 11. zwölf Ja, komm, oder so. dann vergiss mal. Es war der 11. Platz, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, weil, wie gesagt, wir haben hier noch einiges vor uns heute an Interviews. Also, mein Lieber, Sommermeisterschaft dabei? Ich denke schon, ja. Ja. Dann gucken wir mal, vielleicht geht da ja mal ein bisschen was wieder. Und ja, gut. Gemischte Gefühle heute für dich. Jo. Nichtsdestotrotz nochmal die Glückwünsche. Danke. So, kommen wir zum G-Cup im ersten Lauf. Das habe ich mir doch arg zu Herzen genommen, dass ich den das letzte Mal vergessen habe. Also das war so ein bisschen. Boah. Andi, bist du da? Ja. Ja, Mensch, das ist ja mal super cool, dass du auch da bist. Ja, Andi, es ging ja auch noch so ein bisschen bei dir um, naja, um die Meisterschaft nicht wirklich, aber zumindest um den dritten Platz. Genau, Jetzt ja. habe ich es nicht ausgerechnet, aber der Micha war ja extrem stark im Quali und auch vorher im Training. Aber dann hat es nicht so ganz geklappt bei ihm. Ich weiß es nicht genau, was ihm da. Ich weiß auch nicht genau, ob es gereicht hat, Andi. Hast du dir schon was Ich ausgerechnet? weiß nicht, ich weiß nicht, wo Micha jetzt hier landet ist, auf welchen Plätzen. Kann ich jetzt nicht sagen, wird vielleicht knapp werden, aber wenn er es geschafft hat, dann Glückwunsch. Ja, das Ansonsten, ist. also der erste Erzähl mal Start, einfach. ja, der erste Start, eigentlich einen guten Start gehabt, aber dann erste Kurve gleich eine mitbekommen und in der die verkehrte Linie und abgeflogen, so halb. Und dann natürlich eigentlich ein einsames Rennen gehabt. Und im zweiten Rennen muss ich sagen, super Start, erste Kurve, wieder eine abgekriegt. Also ich weiß nicht, ob das hier ist oder beim GT3 Cup, immer die erste Kurve erwischen sie mich, aber muss ich durch, ne? Ja, musst du durch. Das nützt alles nichts. Also zumindest bist du im zweiten Lauf noch Zweiter geworden. Ja. Und der Micha Dritter. Von daher bin ich mir nicht hundertprozentig sicher mit den Punkten. Ich weiß nicht, ob der Jens im Hintergrund schon rechnet, aber das lehnt er immer im Prinzip ab. Es wäre halt mal nett, auch so für den G-Cup, dass wir das am Ende der Interviews vielleicht noch rauskriegen. Genau. So. Kommen wir zum Jari. Jari, bist du da? Ja, ich bin da und ich habe dir auch gerade das vorläufige Endresultat im G-Cup geschickt. Wohin? Hier drin. Ach, hier drin. Da ist er. Bin mal schnell eine Minute weg. Ach, da, nee. Ach, der Arne steht da oben. Okay, ja. Nee, Andi, das sieht. Hat nicht gereicht. Hat gereicht. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Der Andi hatte ja vorher schon ganz schön viel Rückstand. Der Habe ich das jetzt falsch? Habe ich da jetzt was Falsches gelesen? also wenn ich mir jetzt aktuell die Ergebnisse vom letzten Ja, der hatte Lauf zwölf anschaue, Punkte.
12 Punkte Rückstand auf den Micha Tröscher. Ja. Genau. Gut, also Andi, wir können zumindest so viel sagen, es hat nicht gereicht. Vielleicht habe ich jetzt auch die Punkte für den G-Cup falsch im Kopf. Ja, mein Fehler, du hast wahrscheinlich dir den Link angeschaut, aber ich habe vergessen, an wunderbare Ausarbeitung als Bild zu verlinken. Das ist auf der Hauptseite ein bisschen weiter unten. Mein Fehler. Ah, nee, ich bin in der Meisterschaftstabelle im Resultsystem. Ja, da ist es falsch. Ah, okay, gut. Dann würde ich sagen, Jens, machst du das am Schluss in der Meisterschaftsehrung, genau. Nimmst du die Jungs mit rein und Andi, du wartest noch so lang. Okay. So. Genau. Genau, und dann, ja, Arne. Da bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, ich habe keine Ahnung, was dir in diesem Lauf widerfahren ist, aber vielleicht erzählst du es mal ganz kurz. Mir ist einiges widerfahren in dem Lauf. Muss wohl, weil im zweiten ging es ja auch. Zumindest besser. Aber ja, erzähl mal, komm. Dritter Platz, G-Cup. Soll ja auf alle Fälle noch Erwähnung wert sein. Ja, den habe ich noch rübergeholt. War ein Zufall wieder mal. Am Start hat mich mein Teamkollege, oder sagen wir, wir haben uns berührt. Da ging es ein Stück zurück, ich weiß nicht, ein, zwei Plätze verloren und dann hat er mich am Ende von Eau Rouge in dieser Rechts-Links-Geschlängel, meinte der Jens, mich dann nochmal wegschießen zu müssen. Und gut, auf jeden Fall, wir haben uns nochmal berührt und dann hinterher habe ich die Eau Rouge noch einmal voll getroffen und konnte Gott sei Dank weiterfahren, also von daher. Ja, ja. Ich habe noch das Optimum rausgeholt. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Echt. Also, sag mal, so einen ersten Lauf muss man dann, oder so eine Platzierung muss man dann auch mal verkraften können. Das kannst du locker, das weiß ich 100 Pro. Ein ganz cooler Typ. Und, naja, wie gesagt, du kommst ja heute nochmal dran. Sogar noch zweimal, glaube ich. Ja. So sieht's aus. So, das wäre jetzt auch der G-Cup im ersten Lauf gewesen. Kommen wir zum zweiten Lauf. Ich glaube, wir können uns heute mal ein bisschen Zeit nehmen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Was mache ich jetzt mit dem Robin? Ja, Robin, ich weiß nicht, ob dich das jetzt wirklich interessiert. Dritter Platz im zweiten Lauf. Letztendlich hättest du 14. werden müssen. Das war, glaube ich, das Ziel, ne? Hallo Lutz. Ja, ich habe mich schon sehr gefreut, dass der Rennspeed eigentlich wieder gestummen hat bei mir, obwohl ich so schwer unterwegs war. Ich bin ja beim Trainieren fast verzweifelt. Im Quali dann 14. Aber im Rennen ging es dann wieder. Ja. Insgesamt, ja, der Fight mit Martin, zumindest im zweiten Lauf, der war ja teilweise ganz schön heavy. Also da ich habe dann im Stream gesagt, wenn der Robin jetzt schlau ist, weil dahinter dir waren ja noch zwei so Heißsporne, lässt er sich jetzt einfach zurückfallen und fährt auf den 6. Platz das Rennen nach Hause. Aber das kannst du nicht, ne? Nee, deswegen sind wir ja hier dabei und dann, wenn ich einen tollen Fight habe, dann ist es egal, ob ich dann hinten bin oder vorne. Das lasse ich mir nicht nehmen und andererseits das im Hauptrennen war eh schon eigentlich alles gelaufen für mich. Ja. Nee, das war, ja, du warst ja, du bist mit, ich glaube, der Martin hatte relativ wenig Flügel, du dagegen deutlich mehr, weil im zweiten Sektor bist du ihm regelmäßig davongefahren, im dritten eigentlich auch noch so, konntest zumindest den Abstand noch verwalten, während dann Rouge und dann Camel Strait war er dann wieder dran, konnte dich überholen, das ging ein, zweimal hin und her oder dreimal sogar. Nichtsdestotrotz, die Situation, die brenzlig hatte ich schon erwähnt, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf rumhacken. Aber ja, insgesamt war das schon noch offen und naja, so wie es ausgegangen ist, der Martin konnte nichts anderes mehr machen, als möglichst weit nach vorne kommen. Du musstest gar nichts machen, du musstest einfach nur ankommen auf einen Punkterang. Also von daher, alles gut gelaufen, alles schön. Ein dritter Platz nochmal mit 50 Kilo, ne? Hast du im Auto, richtig? Ja, alles gut. Der Martin hatte, glaube ich, auch 40, 45 oder sowas. Ja, irgendwie da. 40, glaube ich. Ja, von daher hat sich das nicht wirklich viel genommen. Also, coole Geschichte.
Also ich war auch sehr beeindruckt, wie er im Quali da vorfahren kann mit 40 Kilos. Das war, glaube ich, das letzte Mal auch schon. Genervt. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich glaube, das war das letzte Mal auch schon. Da hat er ja auch ähnlich viel Gewicht gehabt, war auch deutlich vor dir im Quali. Naja, gut, gut. Im Rennen passt es ja dann immer und deswegen... Ja, die Ratte, genau das wollte ich sagen. Die Ratte wird immer schneller im Rennen. Da kann ich da nicht mithalten. Ja, siehst du. So ist das. Stefan. Jawollo. Ich hatte hier so eine irgendwie etwas nervöse Co-Kommentatorin. Stimmt gar nicht. Klar war es nervös. Beim ersten Rennen war es ein bisschen, ja. Ja, und gut, im zweiten braucht man nicht viel zu sagen, hast du alles richtig gemacht, mehr konntest du nicht tun. Am ersten Rennen warst du schon sauer, oder? Ja, was heißt sauer? Das ist ja hier auch ein bisschen Glücksspiel. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt angekommen sind. Wenn es in der Eau-Rouge einen Unfall gegeben hätte vor uns, da wären dann 10 Autos reingeklatscht und das hat ja zum Glück nicht stattgefunden. Also so gesehen war das schon ein toller Rennabend heute, ja. Ja. Was hast du fabriziert, dass du im ersten Rennen muss irgendwas gewesen sein bei dir? Ja, also ich bin dem Michael Tröscher direkt am Start irgendwie draufgefahren. Neben mir war noch irgendeiner, ich konnte da nicht ausweichen und dann kam ich natürlich nicht nach vorn, weil der Michael ist sehr schlecht gestartet. Mhm. Und dann sind die direkt so für mich wichtig waren, halt der Robin und der Martin, die sind halt dann mir erstmal weggefahren. Ja. Und dann habe ich dann noch versucht, näher dran zu kommen, habe dann das Auto überfahren und habe dann am Schluss eigentlich nur noch ein rutschendes Auto gehabt, bin so wie ein Luftkissenboot gefahren. Ja. Und musste dann noch zwei Leute vorbeilassen. Also der Danny ist vorbei, da habe ich dann erst gedacht, komm, Nesten, vielleicht kommt er dann nochmal an den Martin dran und ärgert den noch ein bisschen. Kaum war er vorbei, hat er vom Gas, also ist nicht mehr weggekommen von mir. Mhm. Und hat sich also auch nicht gelohnt. Und nachher ist noch der Robin wegen einem Fehler von mir vorbeigekommen. Mhm. Ja, und dann war erst mal, das war eigentlich das Schlimmste. Ich habe eigentlich bis zum Schluss gedacht, jetzt auch bei dem Sieg von dem Rennen, dass es vielleicht andersrum jetzt ausgegangen wäre von den Punkten her, da muss ich jetzt selber erstmal zählen. Ja, es wird tatsächlich nicht ganz reichen, wir haben es schon ausgerechnet. Und kommen wir mal. So. Ja, ansonsten noch einen schönen Gruß an meinen Teamkollegen Markus Farnhold, der mit mir eine super Saison gefahren hat und wir haben die Teammeisterschaft gewonnen mit unserem Team. Also die habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr auf dem Zettel, also weil das waren mir jetzt zu viele. Da können wir dann morgen einen auch trinken beim Das macht mal am Freitag beziehungsweise am Samstag. Dann noch mal, ja. Genau, dann richtig und genau. Ja, also nochmal Glückwunsch zu diesem Laufsieg und den Rest beglückwünschen tut der Jens, an den ich jetzt wir haben noch einen Ski-Cup im zweiten Lauf. Hahaha. Genau. Bin ich jetzt im Rennen 2? Genau. Und da haben wir eigentlich die Herrschaften. Nee, da haben wir den Micha Tröscher. Den würde ich ganz gern mal. Ist er da? Micha, bist du da? Ja, bin da. Micha, ich habe mich total gefreut, als ich dich im Quali gesehen habe. Und ich habe gedacht, heute klappt's endlich mal. Du hast in den letzten Rennen des Öfteren gezeigt, dass du nach vorne fahren kannst. Und jedes Mal passiert irgendwas. Jetzt haben wir auch den Grund, was im ersten Rennen wieder passiert ist. Erzähl mal ein bisschen. So, ich meine, es hat im G-Cup, zumindest im zweiten Lauf, jetzt für einen dritten Platz gereicht, aber wirklicher Trost ist das dann nicht, ne? Naja, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Nur im zweiten Rennen bin ich gleich in der Gelbphase abgeschossen geworden. Und ja, es sind gleich 3-4 Leute bei mir vorbei und ja. In der Messe zwischen den Zähnen gefahren eigentlich. Dass für den dritten Platz dann noch doch gerechnet hat. Ja, sehr schön. Ja, naja, auf alle Fälle habe ich dich zumindest noch einmal hier im Interview oder einmal hier im Interview und das freut mich schon sehr, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Sympathien gehen eigentlich so in Richtung Tröscher, Bregartner, alles was so halt nicht so häufig vorne zu finden, zumindest nicht auf dem Podium zu finden ist. Und weil ihr seid mit einer Konstanz bei diesen Rennen dabei seit Jahren und das ist, sorry, wenn ich jetzt nicht alle nenne, also das ist, die da vielleicht genannt werden sollten.
Aber das ist halt schon wirklich aller Ehren wert und deutlich auch mal lobend zu erwähnen, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Saison, ich weiß nicht, fährst du die Sommersaison mit? Natürlich. Natürlich. Dann doch das ein oder andere Mal noch hören werden. Und das ist da ein bisschen besser, dass das, was sich abgezeichnet hat jetzt hier in den letzten Rennen, dann da auch ein paar Früchte trägt. Ich hoffe. Alles klar, mein Lieber. Also, so, kommen wir zum Platz 2, den haben wir schon gehabt. Der hat auch schon über sein zweites Rennen ein bisschen was erzählt. Andi, auch nochmal hier, herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich denke mal, Herr Jens wird sich dich und auch den Arne, der auch nochmal den ersten Platz im Skicup im zweiten Lauf eingefahren hat, auf Gesamtplatz 6, dann da auch nochmal zu äußern können. Insgesamt haben wir euch beide schon gehabt, aufgrund der Zeitnot und dessen, was wir hier noch vorhaben. Außerdem droht auch noch eine Ansprache von Jens, das heißt, es kann nach Mitternacht werden, bis wir hier fertig werden. Kommen wir jetzt, übergebe ich das Ganze jetzt an Jens und ich habe es tatsächlich hingekriegt mit dem Foto. Jens, bist du da? Ja, natürlich bin ich da. Ach, immer wieder herrlich mit dir. Ja. Ja, Ansprache, wie gesagt, die am Samstag kommen, können sich schon mal drauf freuen. Hier werde ich mir das heute mal schenken. Ich habe, wie gesagt, vor dem Rennen ein bisschen was gesagt und mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen, weil es ist, sind tolle Jungs und es hat riesig Spaß gemacht, die Saison wieder mal. Und das, was hier in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist einfach klasse. Deshalb, Grund dieser Entwicklung in den letzten Jahren ist die Einführung des G-Cups, den wir ja zum ersten Mal jetzt hatten. Und ja, damit haben wir direkt, sag ich mal, die Premiere der drei ersten, würde ich mal sagen. Also du hast gerade schon den Michael Tröscher so erwähnt. Das sind genau die Jungs, über die ich mich so unglaublich freue, also die eben nicht immer um die Siege mitfahren, aber trotzdem immer dabei sind. Und deshalb finde ich das so geil, dass wir diesen G-Cup fahren konnten, dass einfach immer genug Fahrer da waren, dass es Sinn gemacht hat. Und das ist jetzt mal für mich der absolute Lohn, hier so einen Michael Tröscher zum dritten Platz in der Meisterschaft im G-Cup zu gratulieren. Das finde ich einfach klasse. Ich habe hier gerade eine Gänsehaut. Klasse. Michael, herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Dankeschön. Ich freue mich dann auch, dass du im Sommer wieder dabei bist. Hast ja auch jetzt einen starken Teamkollegen, wenn der regelmäßig dabei fährt. Ich denke, mal gucken, wie viele Leute da am Start sind. Vielleicht machen wir sowas ja mal wieder. Finde ich super. Platz 2 ist in Abwesenheit. Deshalb machen wir es ganz kurz. Jens Erner, der auch eine unglaubliche Steigerung hingelegt hat an seiner Performance und hat immer wirklich gute Resultate hier rausgefahren. Hat dem Arne lange den Titel schwierig gemacht, den Titel irgendwie nach Hause zu fahren. Und damit haben wir direkt den Bogen geschwungen. Arne, Premierensieger G-Cup 2013, 2014. Meinen herzlichsten Glückwunsch an meinen Teamkollegen. Ja. Ja, danke, danke. Da kommt ein bisschen mehr Euphorie, brauchen wir jetzt schon hören. Ja, ich kann jetzt nicht so laut schreien, Tochter schläft. Aufwecken, soll mitfeiern. Ja, wir werden ist das schon also geil, ist klasse. Am Samstag sicherlich nochmal gebührend feiern und euch ehren. Also ganz tolle Sache auch. Nicht nur den G-Cup, den du hier eingefahren hast, deine Performance gerade zum Ende der Saison war einfach nur stark. Irre. Hast mich... Ich hab dich regelmäßig vorbeigelassen, weil du schneller warst. Das sagt eigentlich alles. Und klasse, hat mich riesig gefreut. Und ja, beim nächsten G-Cup werde ich dich wieder da sehen. Wenn du da überhaupt noch mitfahren darfst. Ne? Ja, so, das stimmt allerdings. So, ja, wir schauen mal. Gut, Trommelwirbel. Kommen wir dann zur großen Meisterschaft. Und ich habe es gerade einfach nur mal so quer überschlagen. Die Reihenfolge ist wie folgt. Auf Platz 3 in seiner Premierensaison bei der Race Day Speed Association, Martin Schmidt. Herzlichen Glückwunsch, Abo, Martin. Abo. Coole Saison. Das schmerzt. Nee. Auf jeden Fall mal danke für die Glückwünsche natürlich. Ja, also direkt die Premierensaison ist es ja nicht. Es ist nur die erste, die ich zeitlich durch, also geschafft habe, zeitlich zu organisieren, dass ich sie durchfahren kann. Und man sieht jetzt, so was ich mit einer Mod, die ich halbwegs kontrollieren kann, in der Lage bin. Hust, hust.
ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht, was ich groß sagen soll, außer natürlich danke auf jeden Fall an Fred Donke, Andi Braun und Lars Wachowski. Ihr habt mich so cool aufgenommen, als meine drei Teamkameraden auf einmal abgesprungen sind. Danke auf jeden Fall dafür und ich hoffe, dass wir auch nach der Saison jetzt weiterhin Kontakt halten können, etc. pp. Und ja, mal schauen, wie es in der Sommersaison läuft. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich hinkriege. Glückwunsch natürlich an Robin und Howie, egal wie es jetzt ausgeht. Und ja. Ja, eins muss ich nicht loswerden. Wir haben ja am Anfang der Saison das eine oder andere virtuelle Gespräch geführt und ich bin sehr, sehr froh, dass du dir da eine Menge von angenommen hast. Deine Lernkurve, was das betrifft, war da sehr, sehr steil und da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es hat da eine deutliche Verbesserung stattgefunden, was das betrifft und es hat einfach nachher echt Spaß gemacht, mit dir Rennen zu fahren. Klasse. Dankeschön. So, kommen wir zu Platz 2. Ich freue mich auch drauf, dir das persönlich doch mal irgendwie am Samstag, nee Quatsch, morgen sogar schon sagen zu können. Da werden wir mal drauf anstoßen. Stefan, Howie, Platz 2 in der Meisterschaft. Hast es lange, lange spannend gehalten, aber letztendlich hast du dich dem ja, amtierenden Meister geschlagen geben müssen. Erzähl mal. Ja, super Saison gewesen. Mit vielen Up and Downs. Am Anfang ganz super gewollt gestartet mit dieser Fahrzeugverlosung, was wir dann leider ja zurück, also ich weine ja immer, der Robin und ich, wir weinen immer noch, dass wir unseren McLaren abgeben mussten. Aber ansonsten, ja, super Geschichte. Auch eine Menge super Zweikämpfe gehabt mit fairen Fahrern, also jederzeit wieder. Jetzt die Sommersaison fahre ich nicht mit, da bin ich lieber draußen im Grün oder mit dem echten Auto halt auf der Rennstrecke unterwegs und nächsten Winter geht es dann wieder rund, da bin ich wieder mit dabei. Das wollen wir hören. Wunderbar, ich freue mich auf morgen und ja, morgen nochmal ein Stichwort, weil dann kann ich dann dem neuen und amtierenden Meister auch persönlich gratulieren. Robin, erfolgreiche Titelverteidigung hatten wir schon lange nicht mehr. Glückwunsch. Danke, Jens, danke. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ja sonst immer so viel geredet. War sicher eine harte Saison, sehr schwierig. Ich war immer, in jedem Rennen war ich mit Gewicht. Ich war nur einmal irgendwie unter 40 oder 30 Kilo. Und du hast dann immer das Gefühl, du kannst eigentlich nur verlieren. Aber es hat dann immer gepasst und ich habe immer Glück. Ich habe keinen Dreher gehabt die ganze Saison. Bin auch nicht groß abgeschossen worden oder so. Super, super Zweikämpfe. Ja, was soll ich groß sagen? Ich freue mich sehr, sehr aufs Treffen morgen, endlich alle mal selber kennenzulernen. Jo, war toll. Gut, jetzt entlassen wir dich auch. Also nochmal für alle, nicht nur morgen, weil morgen reisen viele Leute an, aber die eigentliche Feier ist am Samstag. Jeder ist natürlich gerne herzlich willkommen. Der Andi hatte, glaube ich, auch nochmal nach der Adresse gefragt, Andreas. Wenn du seine Mail nicht hast, kriegst du sie gleich gerne nochmal. Würde uns freuen. Ja, genau. Ich habe sie per E-Mail doch schon gekriegt. Wunderbar. Gut. Lutz, bevor du jetzt noch weiter graue Haare kriegst, werden wir heute das, glaube ich, jetzt mal an dieser Stelle beenden. Nö, ich bin völlig amüsiert. Alles ist wunderbar. Das ist alles wunderschön und ich freue mich ganz doll auf die Sommersaison. Und da natürlich wieder mit dabei und ja, dann denke ich mal, haben wir das alles gut im Griff und die Agnes hat bis dahin auch gelernt, ja, nach dem 24-Stunden-Rennen hat die dann alles drauf hier. Dass du in Rente gehen kannst und ich das genau, Ganze übernehme. Genau. Ich habe das schon verstanden, Lutz. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, mit der Rente dauert ja nicht mehr so lange. Also. Genau. Das ist, ja, die habe ich eigentlich schon längst. Ich mache nur länger, weil die Merkel hat mich halt gebeten, ich wäre so gut und ich soll doch noch ein bisschen länger machen. Genau. So. Gut, zur Info, die Sommersaison wächst mal wieder mal hier zum spannenden Thema. Sommersaison startet heute in 4 Wochen. Hast du angefangen? Also in 2 Wochen hast du dann mal frei und in 4 Wochen werden wir dann die Saison eröffnen. Alles Weitere wird in den nächsten Tagen verteilt werden.
Und genau, und dieses Riesenbaby, was ihr da im Stream jetzt seht, das ist unser Lauf, unser Champion der Wintersaison, der Robin Frischkopf, der so klingt, als würde er irgendwie so 65 Kilo wiegen. Aber wie man sieht, ist dem, glaube ich, nicht so. Und Robin... 67. Genau, er wiegt 67. Robin würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Leider kann ich nicht kommen, aber... Oh, schade. Ja, wir werden's, irgendwann kriegen wir das mal hin. Ich meine, ich bin hier die Wochenenden fast immer in Friedrichshafen und ich meine, die Schweiz, machen wir uns nichts vor, da fährst du an einem Tag dreimal drumrum. Also von daher, das kriegen wir mal irgendwann hin. Das holen wir mal irgendwann nach. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich für die geile Saison. Neben dem GT3 Cup kenne ich keine Rennserie, wo es so gut, so guten Motorsport zu sehen gibt im Sim Racing. Also, macht weiter so und wir sehen uns dann im Sommer, hören wir uns wieder und dann, ja, mit den tollen V8s. Was auch immer die da, wahrscheinlich fahren die da in Südamerika irgendwie so mit Dama Diesel oder keine Ahnung. Werden wir sehen. Also, bis dahin und ja, sagen wir tschüss, oder Jens? Oh. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.